Und jetzt haben wir ganz dezent im TS den Hinweis, dass ich aufnehme. Da Ja, fehlen irgendwie noch so 5, 6 Ausrufezeichen dahinter nach der Aufnahme. schon so ein bisschen. Und Zumindest. das kam noch ein Sprachhinweis an mich heran, dass du gerade aufnimmst. Ja, Ernsthaft? kam. Sehr gut. Irgendwas mit User nimmt gerade, ein User nimmt gerade auf oder irgendwie sowas kam da. Sehr gut. Also, wenn jemand mal in TS aufnimmt, bekommt man das ganz dezent mitgeteilt. Ganz minimal. Weiß dann der ganze Kanal, also das ist, das ist Wahrscheinlich jeder interessant. Nutzer, egal in welchem Kanal er gerade ist, weiß das dann. Ja, der ganze Server wird es wahrscheinlich dann wissen. Ja. Vielleicht bekommt ja der Admin des TS-Servers noch eine E-Mail, hat gerade jemand aufgenommen. Einmal an jeden. Jeder, der seine E-Mail-Adresse angegeben hat, Vielleicht bekommt sollte ich eine. meinen Root-Server mal gucken, ob da was aufgetan ist. Steht 50 Mal im Log drin. Jemand hat die Aufnahme gestartet. Ja. Oh Mann. So, gut. Wir sind heute ja nicht hier, um über die Aufnahme von TS zu reden. Wäre auch mal Das. interessant. Darüber diskutieren wir das nächste Mal bei Günter Lauch. Ey, was? Nein, Oh. ich. Dämon und ich, also Dämon, das ist dieser andere Typ, der da noch redet. Also genau genommen bin ich das auch, aber ich tue so, als wenn das noch jemand anders wäre. Ich bin sehr gut im Stimmenverstellen. Und wir führen noch eine kleine Diskussion über Linux, weil ich will nächstes Jahr auf Linux wechseln, wenn der Support für Vista ausläuft. Und ich dachte mir, hey, man kann ja mal drüber diskutieren. Vielleicht übersehe ich noch irgendeinen Bereich, den ich bisher noch nicht bedacht habe, weswegen ich doch nicht wechseln kann, weil da noch irgendeine wichtige Anwendung ist, die ich unter Linux auf gar keinen Fall ersetzt bekomme. Ja, also auf jeden Fall ist natürlich die Aufnahme ja so eine Geschichte, weil man muss ja natürlich alternative Aufnahmeprogramme finden. Das Ja. ist richtig. Es sei denn, Afterburner kommt für Linux, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, da hat Anwender keinen Bock drauf. Nee, nee, ich glaube, MSI ist da auch nicht so dahinter. Weil der Entwickler von Afterburner, eben halt dieser Anwender, der ist ja, nicht immer ganz motiviert. Und Was? ja, er tut nur was, wenn er denn wirklich muss. naja, es ist jetzt übertrieben gesagt, aber Ja, wenn er also, keine Lust hat, macht er halt nichts. Das kennen genau, wahrscheinlich viele. wenn, ja, also besser drauf gesagt, wenn er auf ein Feature, was er nicht haben will, dann baut es auch nicht ein, sozusagen. Wie zum Beispiel das mit der Mauszeigeraufnahme. Er will das halt einfach nicht einbauen. So nach dem Motto, er braucht es nicht, also hat er auch keine Lust dafür, Arbeitsaufwand zu machen. Das gibt es bei vielen Entwicklern. Ja, das ist das Ding. Mit einer der Grund, warum es nicht so viel Software, was heißt, bestimmte Ge Software in und Linux genau nicht gibt. das und genau das Gleiche auch mit dieser Geschichte, dass der Audiopuffer bei Aufnahmestopp nicht zu Ende geschrieben wird. Dass man eben halt 2 Sekunden Gedenkpause geben sollte, bevor man die Aufnahme, Ach was. weil sonst der Rest des gesprochenen Textes halt abgeschnitten wird, weil er immer diese ein bisschen zu früh schließt. Weil das liegt daran, dass der den Audiopuffer nicht zu Ende schreibt, sondern bei Drücken der Aufnahmetaste macht er sofort dicht. Ne? Egal ob noch Audio im Puffer war. Und Audio braucht man deswegen nicht. ist der Audio immer zu früh geschlossen. Und deswegen fehlt auch immer ein Stück, wenn man nicht 2 Sekunden Gedenkpause gegeben hat, bevor man die Aufnahme schließt. Ja, Braucht sollte schon man bedenken. Audio. Und er könnte es ändern. Ne? Das haben sich auch Leute darüber beschwert. Also, beziehungsweise ich ja auch. Und er könnte es ändern, aber er bevorzugt es, dass die Aufnahme ohne Verzögerung direkt gestoppt wird. Und ja, so, ich frage mich da so ein bisschen, warum kann man das nicht optional machen? Ich meine, dann kann der eine, der es so lieber hat, so machen und der andere, der es so lieber möchte, der kann es so machen. Aber nein, ja, nicht Arbeit aufwenden für Dinge, die er nicht braucht oder nicht, Aber das ist anstrengend. oder Du er kannst. gerade so gerade besser findet, als auch wenn die Mehrheit der User das ja
besser geeignet wäre, wenn es eben halt so wie andere Aufnahmeprogramme wäre, dass der Audiopuffer sehr wohl zu Ende geschrieben wird. Weil die meisten Leute ist es doch so, abgesehen jetzt von dem 30-Minuten-Problem, dass man, wenn man die Aufnahme beendet, dann auch wirklich beenden möchte und nicht noch weiter Ach was. aufnimmt. Da ist es mir auch scheißegal, ob der Schließvorgang 2 Sekunden länger dauert, weil doch ein Audiopuffer zu Ende geschrieben werden muss, oder ob das direkt auf die Millisekunde geschlossen wird. Aber naja. Ich frage mich, was seine Gründe dafür sind, warum das direkt zu sein muss, aber er wird schon irgendwelche Gründe dafür haben. Weil er keinen vollständigen Sound braucht. Was man nicht Ja. braucht, wird nicht eingebaut. Oder was kein Geld bringt, wird auch nicht eingebaut. Deswegen also auch nochmal an dich ein Tipp, bei den Anfängen, wo du die 30 Minuten Cuts gemacht hast, möglichst ein bisschen 2 Sekunden. Gerade bei Empire Earth ist es mir aufgefallen, hast du dich immer selbst abgeschnitten, weil du direkt, ja, weil immer diese 2 Sekunden Gedenkpause der Aufnahmen hast dann sofort zugemacht und da hast du halt eben halt diese dir ein Soll bisschen so. ja, Damit wollte ich meine Let's Stimme Plays weggeschnitten. individueller gestalten. Also da musst du halt jedenfalls dran denken. Also wenn du jetzt eine Aufnahme neu starten willst, dass du dann zu Ende redest, 2 Sekunden wartest und dann erst die Aufnahme beendest, damit du dich nicht abschneidest. Habe ja sonst nichts mit Let's Plays zu tun. Oh, das kriegst du hin. Du hast dich sogar arrangieren können damit, dass du die Aufnahme neu starten musst. Dann kriegst du diesen harten Schritt auch noch hin. Ja, alle 30 Minuten, total kacke. Macht OBS das auch? Nee, ob. Ja, ich habe keine Ahnung, aber im Forum hat bisher keiner darüber berichtet. Also gehe ich mal von aus, dass OBS diese Probleme nicht hat. Aber dieses Problem ist mir auch nur in Verbindung mit Afterburner bekannt, weil DxTroy kannst du ja auch mehrere Stunden aufnehmen, da passiert nichts. Sehr gut, dann kann ich ab nächstes Jahr wieder komplett Aufnahmen machen. Aber nur mit OBS kann ich halt nicht viel sagen, weil ich habe mit dem Programm nur Probleme. Ich habe es letztes Mal angetestet, also OBS Studio, weil das werde ich ja nächstes Jahr eventuell nutzen. Vor allem, weil das auch Audio mit aufnehmen kann. Ja, da gibt es aber auch noch so einen Haken. Wenn du jetzt den tatsächlich irgendwie über FFmpeg aufnehmen solltest, kannst du nach wie vor nur eine Audiospur aufnehmen. Das ist das Problem. Wenn du aber, ich würde dir sowieso empfehlen, dann den X264 intern zu nehmen, weil der UT-Video von FFmpeg, der ist jetzt nicht gerade eine Geschwindigkeitsbombe. Ich weiß nicht, ob das jetzt in FFmpeg halbwegs besser ist oder ob das nur in OBS integriert so langsam ist. Fakt ist, OBS und FFmpeg mit UT-Video ist einfach. Die Ingame-FPS gehen total in den Keller und die Aufnahme ist auch ruckelig. Also, es ist nicht schön. Also, UT-Video über OBS aktuell echt nicht schön. Sowieso, wenn man nur das nutzen kann. Wenn wir auf externe zugreifen könnte, wäre das doch auch toll. Ich meine, Magic Ja. UV zum Beispiel gibt es auch für Linux problemlos. Das ist jetzt nicht so das Ding. Ja, aber Linux hat keinen VFW-Support, dann brauchst du. Aber wenn es Magic YV auch wirklich nativ für Linux gibt, dann wäre Also das ja. zumindest kann ich das runterladen. Ich kann es jetzt natürlich nicht auf meinen Rechner testen und mein Laptop ist für Aufnahmen ungefähr so geeignet wie eine Kartoffel. Auch einige würden den bestimmt benutzen dafür. Ja, ich habe damit auch SimCity 3000 aufgenommen damals in der zweithöchsten Auflösung, Und aber erstellen dann den Thread, warum die Aufnahme FPS so niedrig ist. also SimCity 3000 in der zweithöchsten Auflösung hat er gerade so hinbekommen. Damals habe ich aber noch nicht den 60 FPS aufgenommen. Ja, das ist dann wieder so ein Haken. Ja, das ist reicht zum Testen von diversen Sachen auf Debian, reicht das, aber irgendwie aktiv da aktuelles Spielen, das geht weder mit Linux noch mit Windows, also. Also wenn das Magic YV wirklich nativ für Linux verfügbar ist, wäre das natürlich sehr hilfreich. Leider nicht für OBS, das ist natürlich das Naja, das ist Problem. halt. Ja, Warum frage ich mich überhaupt? tja, ich weiß ja nicht, wie die systeminstallierten Codecs bei Linux überhaupt heißen. Bei Windows ist es ja VFW bzw. DirectShow.
Ich weiß ja nicht, wie das System bei Linux heißt, aber jedenfalls das müsste OBS dann entsprechend supporten. Glaube, da geht er nur über FFmpeg unter Linux. Also ich Also. hab's mal. Wie gesagt, ich hab's mal installiert, OBS unter Debian. Das Problem ist halt nur, das Ding hat nicht wirklich die Leistung, irgendwas aufzunehmen. Beziehungsweise aktuell war ich zu faul, den Hersteller-Grafiktreiber zu installieren. Da habe ich nur OpenGL 3.3 aktuell. Weswegen es von gar nicht funktioniert. Das ist auch großartig. Ja, OpenGL 3.3 ist natürlich ein bisschen flau. Ja, die freien Treiber waren bisher ein bisschen bescheiden, wobei es inzwischen 4.3 erreicht hat. Muss ich mal updaten, meine. 4.3 ist ja schon deutlich besser. Das ist ja schon. Also bei der aktuellen Entwicklung werden die freien Treiber hoffentlich 4.5 erreichen, bis die nächste stabile Debian-Version rauskommt. Und naja, gut, die Herstellertreiber, die haben das eh schon. Sind meistens auch performanter. Weil es bei meiner Grafikkarte wahrscheinlich nicht mehr so ins Gewicht fällt, ist jetzt nicht unbedingt die neueste. Ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Da brauche ich mir da eher weniger Gedanken, um Treiber zu machen, die schnell sind. Ja. Anders sähe das natürlich aus, wenn du jetzt irgendwie eine neue kaufst. Da werden wahrscheinlich die Herstellertreiber die einzigen sein, die wirklich gut funktionieren. Aber ich würde mir jetzt keine 1080 kaufen von Nvidia oder sowas. Das So muss ich kaufen wir bald mal. mal tun. Aber die ist aktuell noch zu wenig Custom-Modelle draußen. Da warte ich noch ein bisschen. Weil ich gar nicht weiß, wie der Treiber-Support bei Nvidia gerade ist. Früher war der wohl immer besser als bei RTI, aber inzwischen hat AMD da doch deutlich aufgeholt. Tja, das kann ich dir jetzt auch schlecht sagen. Also AMD kannst du, wenn du die neue Serie gekauft hast, mit den aktuellsten Versionen direkt nutzen. War früher auch nicht mehr der Fall unter Linux. Also, es ist schon besser geworden, sag ich mal. Wobei das natürlich auch immer davon abhängig ist, was genau du dann mit der Grafikkarte machst. Ja. Ja, was natürlich auch immer so ein bisschen Sorge bereitet, ist natürlich auch direkt 3D-Geschichten, ne? Ja, Direct 3D gibt es ja gar nicht unter Linux. Weil Ja, irgendwie deswegen. komischerweise gibt Microsoft den Source Code gar nicht frei. Woran das nur liegen könnte. Also, du hast OpenGL hast du natürlich unter Linux, das ist klar. Ja. Und, wie heißt's? Vulkan? Vulkan natürlich. Vielleicht haben wir ja Glück und Vulkan setzt sich durch statt DataX12. Das wäre schon. Ach, glaube ich nicht. Microsoft wird da schon für sorgen, dass das mindestens genauso genutzt wird. Also, was ich wohl gelesen habe, ist, dass. Also, Nintendo hat sich auf jeden Fall bei dieser Gruppierung, also von den Firmen, die bei Vulkan mitarbeiten ist, oder beziehungsweise mitbezahlen, ist Nintendo auf jeden Fall mit drin. Und ich glaube auch Sony. Microsoft natürlich eher weniger, weil. Ihre Xbox wird auf jeden Fall Teil X nutzen. Das ist ziemlich klar. Die Frage ist halt, wie laufen DirectX-Spiele unter Linux? Das ist immer so die Also Sache. Teil X prinzipiell erstmal gar nicht, weil gibt es ja nicht unter Linux. Was die meisten nutzen, ist Wine, was praktisch die Windows-Befehle dann auf Linux-Befehle beziehungsweise DirectX auf OpenGL-Befehle übersetzt praktisch, damit Linux damit auch irgendwas anfangen kann. Frage ist, wie viel Leistung kostet das? Theoretisch ginge das ziemlich verlustfrei, was wir zum Beispiel an Windows 10 hat ja, wurde ja vor kurzem eine Ubuntu-Konsole eingebaut, wenn ich mich richtig erinnere. Also, dass du praktisch die Konsolendinge, die du auf Ubuntu oder Linux allgemein nutzen kannst, auch unter Windows 10 nutzen kannst. Und in ihrer ersten freigegebenen Implementation hatten die so einen Leistungsverlust von rund 10%, glaube ich. Wobei es da natürlich auch die Frage ist, wie viel davon durch das Betriebssystem kommt, weil Linux ist meistens ja nicht ganz so ressourcenfressend. Also, es sei denn, du baust das so auf, dass es auch so viel Ressourcen frisst, aber wer macht das schon?
Also theoretisch ist die Performance da ganz gut. Das Problem ist natürlich, dass jetzt die Weinentwickler keinen Source Code von Microsoft bekommen. Dementsprechend variiert das ein bisschen. Und gibt auch unter Wein so eine Datenbank, wo du nachschauen kannst, wie gut das wie funktioniert. Und es geht halt von, es funktioniert im Prinzip wie unter Windows bis hin zu, ja, das spielst du heute nicht mehr. Weil das auch spielabhängig ist. Und also auf der Datenbank kannst du so einen ersten Blick bekommen, was denn wie funktioniert, auf welchem Niveau. Wobei manche Einträge auch schon ein bisschen älter sind. Also es gibt auch irgendwie 10 Jahre alte Einträge, wo das halt nur so funktioniert. Also du wirst wahrscheinlich bei nicht nativen Ports einen Performance-Verlust haben. Wie groß hängt dann davon ab? Erstens mal, ob das vom, ich will den Skype jetzt, vom Entwickler selbst geportet wurde. Also es gibt ja auch Spiele für Linux. Da wird teilweise benutzen die Wine oder zum größten Teil wahrscheinlich. Und es gibt halt jetzt Hersteller, die gehen da hin und stellen das tatsächlich so ein, dass es wirklich gut ist und halbwegs funktioniert. Und dann gibt es halt Hersteller, wo du denkst, was haben die da gemacht? Also Bioshock Infinite soll so ein richtig grausamer Port sein, wo richtig scheiße läuft. Wo dann irgendwie selbst mit den gleichen Hardware, wo du auf Windows auf Max spielen kannst, dann irgendwie Linux dann so Minimaleinstellungen fährst. Ach, Scheiße. Ja. Und dann gibt es wohl auch deutlich bessere. The Witcher 2 soll wohl ganz gut sein. Und dann gibt es natürlich noch native Spiele, die also direkt nochmal kompiliert bzw. umgeschrieben wurden, sodass sie auch unter Linux problemlos laufen. Zum Beispiel Stellaris, das vor kurzem rauskam, das soll wohl unter Linux genauso laufen wie unter Windows. Oder halt entsprechend vielleicht ein wenig schneller, weil bei Windows doch wahrscheinlich mehr Hintergrunddienste hast, die Leistung fressen als in der Linux. Ich habe auch gerade meinen Laptop hier, der frisst nach dem Booten so zwischen 140 und 145 Megabyte Arbeitsspeicher. Mach das mal unter Linux nach, unter Windows nach. Da hast du viel vor, glaube ich. Also wie gesagt, das Spiel hängt halt davon ab. Erstens mal, gibt es dafür überhaupt eine Linux-Version? Und wenn ja, wie wurde die übersetzt? Also nutzt die Wine oder ist sie tatsächlich nativ? Also nativ läuft dann natürlich genauso flüssig, ist klar. Aber das machen sich halt viele nicht den Aufwand. Ja, die meisten Direct-3D-Spiele werden wahrscheinlich keine native Linux-Variante haben, schätze ich mal. Nee, also wenn du kein OpenGL oder Vulkan drin hast, kannst du damit wahrscheinlich schon mal vergessen, dass es das gibt. Ja. Und das Problem ist, viele Hersteller entwickeln ja nicht eigene Engines, sondern kaufen die einfach und dann ist halt einfach meistens nur DirectX drin. Ja. Und da jetzt noch ein extra Renderpfad reinzubasteln, das ist halt, kostet Ja. Geld und Und bei dann 2% Desktop-Verbreitung eher schlecht. kommt ja noch hinzu, dass sie jetzt mit der Windows Engine, ne, nicht so wirklich zurechtkommen. Siehe Rise of the Triad. Was haben die bloß aus der schönen Unreal Engine gemacht? Ja, ist Unreal nicht OpenGL? Nee, ist direkt 3D. Echt? Beim Unreal 1, also die ersten Unreal Engine, Stimmt, die war noch oben GL, ne? da konntest du wählen zwischen Direct 3D, OpenGL und Glide. Und der Witz ist auch, Unreal 1 sieht unter OpenGL besser aus als unter Direct 3D. Ja, das. Weil auf OpenGL hast du zum Beispiel. Sieht man, bei Unreal 1 war das ja so, dass wenn das startet, dann hast du ja diesen Flyby um diese Burg herum, da kennst du ja vielleicht Ja. noch. Und da am Anfang die Brücke bei Direct 3D tut die nicht spiegeln. Diese Fackeln und so weiter, ne? Tut nicht spiegeln auf dem Boden. Bei OpenGL tut es das aber. Und auch Dynamic Lights fehlen bei Direct 3D, also. Ja, dynamisches Licht eben. Das fehlt alles da. Also Unreal 1 unbedingt auf OpenGL spielen. Da Ja, kann. DirectX war damals noch ziemlich scheiße, wurde hauptsächlich genutzt, weil es halt unter Windows lief. Weil halt Windows das direkt mitbrachte. Bei Decent 3 ist das so eine Sache. Das Spiel hat andere Probleme als in Renderer. Ganz andere. Da hattest du drei Renderer auch, ne? Direct 3D, OpenGL und Glide. Aber
mit neueren Rechnern hast du mit allen drei Rechnern irgendwelche Probleme. Ja, das ist, da fragt man sich immer, was haben die Entwickler da zusammen programmiert? DirectAD kannst du so komplett vergessen. Da hast du schwere Grafikfehler. Da fängt schon mit einem Fadenkreuz an. Da hast du so zwei dicke, fette Balken unterm Fadenkreuz. Das sieht nicht schön aus. Wichtige Dinge unterstreicht man halt. Sieht echt nicht gut aus. So, OpenGL, das war eigentlich die beste Lösung. Wenn das nicht den Bug hätte, dass das nur auf 16-Bit-Farbe läuft. Obwohl man Reicht zwei, auch. man stellt 32-Bit ein, aber es läuft trotzdem auf 16-Bit-Farbe. Es ist ein Bug. Und Glide hat halt nur 24-Bit-Farbe. Das heißt, also OpenGL wäre eigentlich die beste Methode, wenn dieser Bug nicht wäre. Aber jetzt hatte ich in einem decent Forum von jemandem eine modifizierte Exe-Datei bekommen und da ist der Bug behoben von einem User, der hat die bisschen Hexeditor, was auch immer, wie er es angestellt hat, keine Ahnung. Jedenfalls funktioniert dann OpenGL mit 32-Bit-Farbe. Das war meine Rettung. So viele Farben sind eh ungesund. Ja, Wir aber müssen sparsam sein, das hallo? Problem ist aber auch, dass du dieses Grünlicht-Banding hast, wenn die 16-Bit-Farbe nicht richtig ausgegeben wird. Ist dir vielleicht auch mal bekannt, zum Beispiel ja, bei Rauch gerne, also bei 16-Bit-Farbe gerne immer so grünlich drauf statt normalen weißen Rauch. Also ist dir vielleicht mal aufgefallen bei 16-Bit-Spielen. Schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal 16-Bit-Spiele gespielt habe. Aber zum Beispiel bei Need for Speed 3 ist das bekannt, bei DirectAD hat man gerne mal statt weißen Reifenqualm eben halt ja, so grünlichen gehabt, das sah nicht so geil aus. Aber das Schöne ist, wenn jetzt DG Voodoo 2 hat, dann konvertiert er die, also dann gibt er diese 16-Bit als 32-Bit-Farbe aus. Das heißt, dein System schaltet nicht um auf 16-Bit, sondern das Spiel läuft in Wirklichkeit in 32-Bit und die 16-Bit-Farbe wird halt innerhalb dieser 32-Bit wiedergegeben. Das heißt, du hast dann dieses Grünbanding nicht. Denn das war bei Blood 2 eine wirkliche Rettung für mich, weil bei Blood 2 habe ich auch nur 16-Bit-Farbe und da wäre dann auch sonst und da hat man das Grünbanding schon bei den Fensterscheiben in dem Zug gesehen. Sind halt dreckig. Sind noch Ah. nie dreckig. Meine Fensterscheibe ist auch grün, weil ich sie seit 5 Jahren nicht mehr gewaschen habe. Ja, es sah halt nicht sonderlich toll aus. Also ich finde das schon ganz gut, dass es da Lösungen gibt, wie DG Voodoo, wo man das beheben kann, das Problem. Ja. Ja, wo war ich Wo waren jetzt? wir jetzt? Ach ja, Jetzt richtig, habe ich mich auch Renderer. gerade gefragt. Ja, genau. Ah ja, Wir waren genau. Renderer. Ja. Also, X, also. wegen diesen drei nochmal würde ich dir noch empfehlen, dass du das auf OpenGL dann Let's Plays, wenn das denn irgendwann mal so sein sollte. Also die GOG-Version hatte letztes Jahr auf Wine Gold-Status. Das heißt, sie läuft ziemlich problemlos. Also die GOG-Version. Vielleicht hast du es ja schon irgendwie durchgepatcht. Oder sie haben das noch nicht aufgenommen. Das kann natürlich auch sein. Mit Version 1.4 haben die das gespielt hier. Ja, 1.4 muss man auch nehmen. Es gibt noch 1.5, aber die hat der Entwickler nie fertiggestellt, die Version. Die ist also total Alpha. Ja, und wenn du das Add-on Mercenary installierst, dann musst du sowieso mit 1.4 spielen, weil mit 1.5 wäre die gar nicht kompatibel. Großartig. Ergibt Sinn? Absolut. Ja, es gibt noch nicht mal einen Changelog für die 1.5-Version. Das heißt, kein Mensch weiß, was da geändert wurde. Brauchen wir nicht. Wir interessiert eh niemanden. Wurde überhaupt nicht mehr fertiggestellt, dass der Patch, also für inoffizieller Patch, Passt schon. wurde nie fertiggestellt vom Entwickler. Changelog, es wurden Fehler korrigiert. Das ist immer noch das Beste, wenn das im Changelog steht. Fehlerbereinigung. Oh, ich bekomme was zu essen. Oh, gute Erdbeeren. Oh, richtig leckere Erdbeeren. Das weiß jetzt auch deine Aufnahme, Die dass ich jetzt laufen gerade auch. Erdbeeren esse. Die laufen auch unter Linux. So. Zurück zu Renderer. Ja.
Also DirectX muss halt wie gesagt durch Wine übersetzt werden. OpenGL und auch Vulkan wird einfach direkt weitergeleitet und nur die Windows-Befehle, die sonst noch so im Hintergrund laufen, übersetzt. Und ja, wie gesagt, hängt halt davon ab, was die Engines so können. Die meisten haben halt oftmals nur DirectX drin oder. Und das wird auf jeden Fall nur DirectX genutzt, deswegen ist das halt immer so performancemäßig ein bisschen scheiße. Das ist halt bei den meisten Spielen so, dass nur direkt 3D vorhanden ist. Leider, leider. Gerade bei den neueren. Und wobei lustigerweise die meisten Spiele in meiner Steam-Bibliothek Linux-kompatibel sind. Weil es auch meistens dann Indie-Spiele sind. Die größte Krücke ist für Aufnahmen halt echt direkt 3D9, ne? Also, ich bin froh, dass ich das nicht mehr hocken muss und meine Capture-Card habe. Direkt 3D9 zu hocken ist echt eine Qual. Jedes Mal, egal was für ein Spiel, ich hasse es, direkt 3D9 zu hocken. Es ist so ätzend. Ist auch schon ein bisschen älter. Zum Beispiel Bulletstorm ist das zum Beispiel so, wenn du das wenn das ohne Frame Limiter zum Beispiel spielst, dann ist die Steuerung total schwammig. Und ja, Afterburner kam da eigentlich noch am besten mit weg mit der Direktor D9. Bei DxTory hattest du ja noch das Problem mit zittriger Videoaufnahme, dass das Bild so zittrig wirkt. Und also Geschichten. Also Direktor D9 hat auch unheimlich Probleme mit den FPS-Verlusten. Also gerade bei Reißlose 3, da hat der Hook so richtig in die FPS gebissen. Also das, egal, was für ein Programm man benutzt hat. Unter Linux habe ich im Prinzip nur noch die Frage, kann ich es mit Wine spielen? Und wenn ja, dann kann ich es auch aufnehmen. Das ist der Vorteil. Also theoretisch. Praktisch wird dann wahrscheinlich wieder alles explodieren und es wird nichts funktionieren. Ich werde rumschreien, aber hey, vielleicht sollte ich Ja. das aufnehmen. Könnte lustig werden. Richtig genial ist es halt mit einer Capture Card, aber wenn du Weißt du, was eine die Ca kosten? ja, genau, das wollte ich gerade sagen, wenn wir da unsere Ansprüche erfüllt haben wollen, dann musst du vom Mainstream-Markt weg, weil die vom Mainstream-Markt sind allesamt scheiße und dann wird es Hey, wie passend. vierstellig. Ich gehe doch nächstes Jahr vom Mainstream weg, oder? Nur wird der Preis dann vierstellig. Aber ich bin sehr, sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben. Nie mehr hocken zu müssen, das ist ein Komfort, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Schick mal rüber. Schick mal, ich schick's dir auch zurück, wirklich. Keine Gedanken mehr machen zu müssen, ist das Scheißspiel jetzt aufnehmbar. Jedes Spiel läuft mit der gleichen FPS-Rate wie ohne Aufnahme nahezu. Es ist ein Segen. Und ich kann sogar auf dem Desktop switchen und wieder ins Spiel reingehen, ohne dass da irgendeine Aufnahme abkackt. Ach, es wird alles aufgenommen. Das ist keine Sorgen mehr zu machen, zumindest dass irgendwas abkackt oder so. Ah, es ist so befreiend. Gerade bei Rise of the Triad, wo habe ich das mit mir extra verglichen, wie dieser Unterschied ist. Weil diese eine Stelle lief konstant durch mit ca. 40 bis 45 FPS, als ich es gehuckt hatte. Und da ja auch gerade ein schöner Checkpoint-Safe war, konnte ich das ja nochmal testen, die gleiche Stelle. Dann mit der Capture-Karte probiert. Statt 80 auf 40 FPS runter, ist es von 80 auf 75 FPS runtergegangen. Das ist schon eher ein Wort. Boah, läuft. Ja, unter Linux muss ich nur noch die Gedanken machen, dass ich es aufnehmen, dass ich prinzipiell aufnehmen kann und ja, und ob es halt in Wine läuft. Der Rest ist dann irrelevant, weil Rest macht Wine. Theoretisch. Praktisch wahrscheinlich nicht, aber seit wann laufen Computer mal irgend so, wie sie sollen? Einziger Haken, den du eben halt hast, ist, dass du, wenn du im aufgenommenen Video kein Tearing haben möchtest, dass du dann mit VSync spielen musst. Gut, man kann anfangs sagt man sich, ist das ein Piss, Scheiß, Bullshit, ich hasse VSync. Wenn man sich aber dran gewöhnt hat, dann kommt man damit auch klar. 60, Das ist Hauptsache 60 FPS, passt schon. und 60 FPS hast du ja bei den allermeisten Spielen. Ja. Aber
Es sei denn natürlich, du hast einen tollen Konsolenport Man für das muss, man muss. cineastische Empfinden. Sowas wird dann gar nicht erst gespielt, so ein Scheiß. Ja, okay. Es sei denn, das Spiel ist so gut, dass ich mir das trotzdem antue. Aber mir ist auch aufgefallen, dass einige Spiele weniger buggen und besser laufen, wenn sie tatsächlich V-Sync laufen. Also auch wenn es die in Uncap FPS-Fassung gibt. Bei Rise of the Triad zum Beispiel kannst du es ohne FPS-Cap spielen. Aber beim Hauptmenü oder auch im Spiel, wenn da Gewitterblitze kommen, die werden bei hoher FPS-Rate nicht so sonderlich grafisch toll dargestellt, muss ich sagen. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Jetzt, wo ich das in 60 FPS habe, sieht das Gewitter auch wie ein Gewitter aus. Interessant, wie wir über alles Mögliche diskutieren, nur nicht über das, was wir anfangs wollten. Naja. Läuft gut. Sehr gutes Format. Passt genau in meinen Wir Kanal. können jetzt ja wieder zurückschweifen. Toll, jetzt, wo du gerade Ordnung in mein System gebracht hast. Jetzt, wo gerade Chaos herrscht, will er wieder Ordnung bringen, so weißt du. Naja. Wo waren wir überhaupt? Bei den Renderern glaube ich immer noch, oder? Ja, glaub schon. Und der Aufnehmbarkeit dieser. Was machst du eigentlich, wenn du ein Gleitspiel hast? Laufen die Gleitwrapper auch unter Linux? Das ist ja auch die Frage. Ich glaube, es gibt Glide-Wrapper für Linux. Ich weiß gar nicht, was macht man mit Glide? Glide ist jetzt nicht unbedingt das, was man so häufig in letzter Zeit antrifft. Ja, für den Fall, dass du mal zum Beispiel ein älteres Need for Speed spielst, könntest. Oder, ne, Tora gibt es ja jetzt zum Glück den Port. Aber, ja, aber Oder es sich ist. eh in OpenGL? Ne, Turok ist direkt 3D. Also zumindest das erste. Und das. Also laut Steam funktioniert das Turok 1 Remake auch unter Linux. Kann sein, es ist auch Oder? mehrere Renderer, das kann natürlich auch sein. Könnte Also auch oder mal. es hat auf jeden Fall Glide dabei. Finde ich das scheiß Ding Und nicht. Direct3D auf jeden Fall sowieso. Aber wenn, dann solltest du auf jeden Fall das Remake spielen. Das läuft sowieso als Kann OpenGL, mir das mal soweit ich jemand weiß. kaufen? Ich habe übrigens eine Steam-Wunschliste, ne? Da kann man mir jetzt Spiele kaufen. Ich habe nur 519 draufgesetzt, also wenn jemand mal Das Remaster kostet gar nicht so viel. Ich glaube 10 € oder so. 8 Euro aktuell von vorher 20 Euro. Also das ist eigentlich bezahlbar. Aber das lohnt sich. Das Ding hat eine komplett neue Engine. Das heißt, du hast auch nicht diese 1-Meter-Kurzsicht, sondern kannst weitergucken. Hast einen vollen Mod-Support. Gibt auch schon einige Mods dafür. Und also es lohnt sich. Hast auch einen härteren Schwierigkeitsgrad mit beigefügt. Komisch. Wenn ich nach Linux suche, dann finde ich es bei Steam nicht. Jetzt zeigt mir aber die Symbole an, dass es angeblich für Steam Play mit geeignet ist. Hey? Egal, kauft mir Das das mal jemand. Remaster ist, glaube ich, auf OpenGL laufend, wenn ich mich richtig erinnere. Also es sollte eigentlich laufen. Sollte das nicht so das Problem sein. OpenGL wird bei Wine einfach nur durchgereicht. Ist ja schwachsinnig, das zu übersetzen in OpenGL. Ich übersetze es mal Deutsch in Deutsch. Ja, genau. Ja, OpenGL, das müsste eigentlich OpenGL gewesen sein. Bin jetzt gerade nicht sicher, aber eigentlich sind diese Sourceboards alle OpenGL. Am besten, es geht jetzt mal jemand her und schenkt mir das auf Steam. Link in der Beschreibung, einfach mal schenken alles. Bei den ersten Spielen habe ich mir auch noch Mühe gemacht, die so ein bisschen nach Interesse zu sortieren. Damit habe ich dann nach 200 Spielen oder so aufgehört. In Ah, höchster habe ich schon erwähnt, dass ich eine Priorität natürlich Steam-Wunschliste Diesen 3. habe? Nee, ich habe lieber das neue Decent draufgesetzt. Soll das nicht auch für Linux kommen? Keine Ahnung. Sagt den Google dazu. Hoffentlich ist das auch gut. Davon gehe ich doch mal aus. Also Decent 3 war zwar auch ganz gut, aber Decent 2 ist ja so viel besser. Decent 2 ist das beste Spiel der Serie. Definitiv mit Riesenabstand von Decent 3. Aber ich bin von Decent 3 schon bereits an der KI enttäuscht. War, dass die so basic sich verhält wie bei Forsaken.
Das finde ich schade. Das war doch gerade das Gute an diese KI. Dass es offensive Gegner gab, dass defensive Gegner gab, dass manche versucht haben, sich von hinten anzupirschen, dass sie teilweise taktisch vorgegangen sind. Für so ein altes Spiel, so eine gute KI, ich war echt beeindruckt. Und das Schöne, geht bei diesen drei verloren. Das ist doch schade. Was? Die sind underground, Spielbereich sitzend und stehend. Was? Stehend. Ja, Okay. steht dabei bei Steam. Auf der Wii vielleicht. Keine Ahnung. Und es wird auf jeden Fall auch unter Linux laufen, so wie es aussieht. Sehr gut. Finde ich gut. Kauft mir das auch. Habe ich schon erwähnt, es ist in der Steam-Wunschliste, wo man mir Es hat, Spiele schenken kann. glaube ich, sogar 3D-Support, ne? Ja, das bringt mir überhaupt nichts. Ich habe nicht so viel 3D. Ich bin Ja. oldschool, ich habe noch 1D. Ich kann nur Ja. gerade Linien Ja, laufen. ich habe bisher natürlich auch keine Brille, aber für die Zukunft wäre das mal echt interessant, so eine Oculus Rift, wenn. Aber erstmal soll das alles nochmal ein bisschen ausreifen, mehr Spiele für geben und so weiter. Aber dann muss das richtig geil sein. Okay, es gibt scheinbar Glide-Rapper unter Wein. Also die scheinen da zu funktionieren. Gott, ziemlich gut offensichtlich. Na dann. Kann ich also die zwei Glide-Spiele, die es nicht als Port gibt und unter OpenGL schlechter aussehen, auch unter Wein spielen. Ja, es gibt ein paar Spiele schon, aber. Also mir fällt von spontan keins ein, dass es nicht auch irgendwie einen Source-Port gibt, der dann unter Linux nativ läuft. Da fangen schon mal die Need for Speeds mit an. Spiele ich nicht. Fertig. Ach doch, klar. Need for Speed muss auch mal spielen, ist geil. Die alten NFS sind der Hammer. Need for Speed 3 hat Platinum-Status mit der einen Wein-Version. Das klingt schon mal spielbar. Need for Speed 3 gibt es sogar ein Mod and Patch für. Dann kannst du es sogar im Breitbild ohne Streckung spielen. Aber ob der auch für Linux funktioniert, keine Ahnung. Sollte normalerweise. Steht nichts dabei. Muss man dann ausprobieren. Manche Einträge sind so wegen Aber alt. dieser Mod and Patch für NFS 3 ist nämlich richtig, richtig gut. Der hat einiges. Wie gesagt, der Breitbild-Support alleine schon 32-Bit-Farbe und also richtig gut. 32-Bit-Farbe. Alles über 256 Farben ist scheiße. Need for Speed 1. Wie läuft denn das? Goldstatus. Das ist, Oh, von 2008. also Need for Speed 1, da brauchst du eine DOS-Box für. Und die dürfte es ja für Linux eigentlich geben. Läuft angeblich hier mit Wein im Goldstatus. Allerdings ist der Testbericht von 2008. Need for Speed 1 Special Edition wird unter DOSBox gespielt. Und nichts anderes. Macht doch keinen Unterschied. Need for Speed 2. Das Oh, kannst du Platinum-Status. Need for Speed 2 auf keinen Fall den Software-Renderer nehmen, der ist beschissen. Der sieht die Grafik voll scheiße aus. Das ist Software-Renderer sind immer beschissen. nämlich. Das ist was für Leute, die Das ist keine nämlich, Grafikkarte weil haben. das ist nämlich ein Spiel, was kein direkter D-Render hat, sondern da kannst du dich nur entscheiden zwischen Software-Renderer oder Glide. Offensichtlich ist da natürlich Glide die deutlich bessere Lösung. Gibt Spiele, wo man nur Software-Renderer und Glide hat? Okay. Ja, Das ist mir neu. Need for Speed 2. Okay, das ist mir neu. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Normalerweise haben die auch immer noch irgendwie OpenGL dabei oder DirectX für die Nee. Leute, die sich keine Voodoo leisten konnten. Nee, 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 das kommt vor. Das kommt durchaus vor. Sache. Es ist so die Zeit, wo es noch. Wo. Weiß nicht, wann kamen die ersten Direct-3D-Grafikkarten? Weiß es gar nicht mehr. Vielleicht kamen die über Ah, oh, Platten, ja. das war die Nvidia 2, glaube ich. TNT, nee, TNT war die einzige, glaube ich, wo gefloppt ist, oder? Ich bin nicht mehr ganz sicher. TNT 1 hatte ich. Die hat dafür gesorgt, dass mein Need for Speed 3, was eigentlich ein Pentium 166 MHz benötigt, auf ein Pentium 100 MHz spielen konnte. Wow, Ja, Pentium das. 100 Megahertz. Ja, darauf konnte ich dann Need for Speed 3 spielen. Zwar auf Minimaldetails, aber die Rival TNT hat es gepackt. Minimaldetails war die CPU dran schuld, aber
Es hat's, aber hätte ich die Grafikkarte nicht gehabt, dann hätte das gar nicht gelaufen. Ich weiß nicht, Die irgend so eine Nvidia. Ladezeiten waren allerdings enorm. Also bis man ins Spiel drin war, konntest du erstmal zwei Cappuccinos trinken. Aber dann, wenn du es geschafft hast, dann konntest du auf einmal spielen, weil die Ich hoffe Grafikkarte doch. den Rechner aus dem Arsch gerettet hat. Ich habe ein i7, das wird wegen Schieben hoffen. Auch wenn Wine ein bisschen langsamer ist als Windows. Ich denke, der i7, ne? Wie Sollte gesagt, wenn die Software nicht so gut ist, dann schiebt man eben mit der Hardware nach. für Need for Speed 3 gerade so eben ausreichen. Ja, wie gesagt, wenn die Software ein bisschen langsamer alles macht, dann schiebt man eben mit mehr Hardwareleistung. Ich will mir nächstes Jahr dann eh, wenn ich auf dieses umsteige, eine SSD und einen neuen Kühler kaufen, dann mal gucken, ob er da was übertakten kann. Diese 3,7 GHz im Turbo-Modus sind noch zu wenig. Wird halt mit Gewalt die Framerate erhöht. Machst du halt auf 4 GHz, gibt 3 MHz mehr Bild, geht doch bestimmt. Also das Höchste, was ich im Internet gefunden habe, war einer, der zwei Kerne auf 5 GHz, einen auf 4,8 und einen auf 4,7 gebracht. Aha. Ich glaube nicht, dass ich das mit meinem hinbekomme. Ich muss den Performanceverlust dann durch Übertakten, also den Leistungsverlust, den ich bei Wine habe, muss ich dann durch Übertakten ausgleichen. Außer bei den Spielen, die ich nativ spielen kann, aber gut, wobei, wenn ich meine Liste anschaue und bedenke, dass ich immer mit dem ersten Teil in der Serie anfange, ja, bis ich dann irgendwann mal bei aktuellen Spielen sehe, wo ich dann mit Wine keine Chance mehr hätte, läuft das dann da auch. Oder ich habe neue Hardware und kann es erzwingen. Der Vorteil, wenn man ältere Spiele spielt, sie laufen unter Linux problemlos. Während sie unter Windows dann nicht mehr starten oder so, lustige Späße. Ja, Windows 10. Also, Willst du nicht updaten? Komm, du willst updaten. wenn ich Kriegst du immer schon. diese schöne Meldung, dass du updaten willst? Komm, update. Also, wenn ich mitbekomme, dass Windows 10 mit DirectX 8 Spielen schon Probleme macht, dann frage ich Damit die mich, auch was. da X12-Spiele spielen. Frage ich mich wirklich, was ist das bitte für ein Betriebssystem? Es kann ja wohl nicht sein. Ich habe da. Also man liest das Need for Speed Hot Pursuit 2. Das ist ein DirectX 8 Spiel. Wieso gibt es da das Problem, dass die Menübuttons nur sehr spärlich anklickbar sind bis gar nicht anklickbar? Weil unter Windows 8 Dinge, Windows 10 Dinge anders funktionieren als unter Windows 10. Deswegen läuft das nicht mehr richtig. Aber Von es daher muss. finde ich auch die Aussage, dass wenn man alle Spiele spielen will, Windows benutzen muss, weil das unter Linux nicht geht. Es ist irgendwie wirklich ein bisschen traurig mit der Abwärtskompatibilität von Windows 10. Wenn ich allein schon, dass das Need for Speed 4 Setup unter Windows 10 nicht startet. Hatten das Setup sind überbewertet. Mann, Mann, Mann. Ist dann der Vorteil unter Wine, da laufen ältere Spiele und wenn nicht, nimmst du einfach eine ältere Wine-Version, wo sie noch liefen. Wahrscheinlich läuft darunter noch Need for Speed 4, aber unter Windows 10 nicht. Das wäre echt peinlich für Need for Microsoft. Speed, Need for Speed 4 hier. High Stakes. High Stakes, was sagt denn die Datenbank? Also, wir haben hier den letzten Testbericht von August 2015, Goldstatus. Was funktioniert nicht? IP-Launch Multiplayer. Was war nicht getestet? Client-Server-Multiplayer und Positional-Updates Multiplayer war nicht getestet. Scheint alles zu funktionieren. Irgendwas anzumerken? Nö. In-Game-Multiplayer, Peer-to-Peer und Controller-Updates funktionieren. Ja. Singleplayer funktioniert scheinbar komplett. Offline-Multiplayer-Modus funktioniert auch. Runs in Glide-Mode with Zeckenseck Glide-Wrapper und In-Glide Glide-Wrapper. Runs in Software-Rendering-Mode. Oh, scheint alles zu funktionieren. Jetzt 1600 mal 1200. Was ist die Maximalauflösung von dem Spiel? Ja, die du genannt hast, aber mit Gleitwörter kannst du höher gehen. Ja, scheint also alles zu funktionieren. Tja, Windows 10 startet nicht mal das Setup von dem Spiel. Okay, wir haben hier noch einen Haufen Hinweise, die scheinen aber für eine ältere Wine-Version zu gelten. Aber K-Positions-Updates muss im Multiplayer auf jeden Fall funktionieren. Das wäre nämlich sonst ein bisschen scheiße mit Controller-Updates. Aber da stand ja nur, dass es nicht getestet wurde, ne? Ja, das Einzige, was nicht funktioniert laut der Angabe, war der IP-Launch-Multiplayer. Ja gut, Boah. auch darauf kann ich verzichten. Das andere war halt nicht getestet worden.
Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er keinen gefunden, der das Spiel noch online spielt, groß. Aber es könnte sein, dass Abhielung mittlerweile auch funktioniert, weil es nicht mehr von WinPCAP abhängig ist. Denn ich schätze mal, dass diese Software Probleme machte mit Linux, diese WinPCAP, aber die braucht das IP-Long zum Glück nicht mehr. Ja, wie gesagt, der Test ist mit Version, also von 2015 mit Version 1.7.49. Aktuell ist irgendwie 1.9 irgendwas. 1.9.13. Und 1.10 oder 2.0 soll dieses Jahr noch rauskommen. Und was sagt dazu Need for Speed Hot Pursuit 2? Need for Speed Hot Pursuit 2010? Hot Pursuit? Was Nee, denn? ich meine das alte Hot Pursuit 2. Need Also for Speed Hot Pursuit. 2 von 2002 oder so kam das raus. Das sind nur das Patch, nehme ich mal an, willst du haben. Was? Mit dem neuesten Patch willst du es wahrscheinlich haben, oder? 2.4.0 reicht. Ich habe hier nur die Originalversion umgepatcht oder mit dem neuesten Patch, Version 242. Ja, 2.4.0 reicht bereits schon aus. Das hat der letzte Test ist von 2012 und hat Platinum-Status. Das heißt perfekt lauffähig, oder wie ist das zu Das sollte verstehen? normalerweise wie in der Windows, du startest Wine, startest deinen Installer über Wine, danach spielst du es einfach. Tja, Works out of the box. steht da so? Ja, bei zusätzlichen Kommentaren, works out of the box. Gut, hier kann man noch, wenn man kann mit einem Skript schreiben, dann kann man die Auflösung in-game noch ändern. Ich weiß nicht, wie das unter Windows ist. Da brauchst du nur die Rendercaps.ini des Spiels editieren. Da Ja, kannst du dann höhere Auflösungen nutzen. Das ist das kleinste Übel. ich glaube, das ist auch das, was er hier meint. xrandr-s. Ich werde die Datenbank übrigens in den Kommentaren in den Kommentaren verlinken, in der Ja. Videobeschreibung, wenn es jemand interessiert. Max-Resolution des Games ist 1280x1024, Ja, aber man kann es halt mit dem Skript umgehen. du kannst das die Auflösung ist das kleinste Problem bei dem Spiel. Da gibt es diese Rendercaps-INI-Datei und da kannst du dann Resolution Limit auf Off machen und dann kannst du das auf jede Auflösung spielen, die du Bock hast. No graphic glitch are found. I played several hours with the game wheel and over internet with people. Back mirror works. Car model is normal. Sound perfect. Present all effects. Like echo in the tunnel. Schreibt man auf Englisch Tunnel mit O? Tunnel mit U, ganz normal. Hat er sich Hat sich wohl verschrieben? verschrieben. But while playing on the wheel, the race is in this time very long and my screensaver closes screen. Das Also, ist not mein Bug. was ein Bug gibt es oder was? Nein, nein. Er hat gespielt und das Race hat wohl lange gedauert und sein Bildschirm schon hat in den Screen Ach geschlossen, weil das so. so eingestellt war. Ach so, ach so, Das hat ja. nichts mit Wein zu tun. Ach so, also alles ausgezeichnet, keine Einschränkungen, sagst du. Also es scheint genauso wie in der Windows zu laufen. Ja, das ist sehr interessant, weil hier habe ich nämlich eine Konversation bekommen von einem mit dem Betreff ältere Spiele und hier, dann lese ich hier mal den unteren Absatz. Außerdem habe ich bei Need for Speed Hot Pursuit 2 das Problem, dass ich es unter Windows 10 zwar gut zum Laufen kriege, aber alle Autos so weiß transparent sind, als ob die Farbdateien im Spiel nicht geladen werden. Alles andere sieht Bombe aus. Auf Windows 7 würde es natürlich normal funktionieren. Habe ich getestet vor ein paar Jahren. Hier steht bloß K-Modell ist normal. Also, es ist doch wirklich interessant, dass das Windows 10 das nicht auf die Reihe kriegt, dieses Spiel fehlerfrei darzustellen. Ja. Aber Linux, was von einem Fremdanbieter ist, kriegt es hin oder was? Ich weiß nicht, was man davon halten soll von Also Microsoft. der Das ist Test ist von irgendwie. 2012. Könnte also Das. theoretisch sein, dass neuere Wine-Versionen dann Probleme machen, aber man kann ja auch dann die ältere normalerweise einfach wählen. Aber warum sollte sich das geändert haben? Manchmal ändern sie was, das dann eventuell Dinge kaputt macht, aber das bei älteren Spielen merkt man das halt nicht immer gleich, weil die nicht so oft getestet werden wie neue Spiele. Aber sonst nur nimmt mal die alte Version. Sonst noch ein Spiel? Wenn wir gerade schon dabei sind. Ja, was könnte denn noch heikel sein?
Ja, natürlich ganz aktuelle Spiele natürlich immer ein Thema. Ja, das ist dann oftmals, es dauert so ein bisschen. Wobei es natürlich die Frage ist, willst du das überhaupt zu Release spielen, manche Spiele, wenn ich so die Bugs anschaue, die die haben. Das ist immer so eine Sache. Was wären aktuell? Was sind gerade erschienen? Stellaris, aber das gibt es nativ für Windows. Doom, aber Doom hat ja sogar Vulkan-Support. Das müsste ja also dann laufen eigentlich. Wobei, warte mal, ich guck mal kurz, wie die Windows-Version von Stellaris über Wine läuft. Hat Goldstatus. Vom Mai der Test. Scheint aber alles zu laufen, muss nur ein paar Einstellungen treffen, weil er noch ein paar Dateien braucht, die musst du noch dazufügen, aber sonst läuft das problemlos. Warum auch immer man die Windows-Version spielen sollte, wenn man auch direkt die Linux-Version spielen kann. Aber hey. Doom 2016. Alpha 4 hat Platinum-Status, die Steam-Version ist garbage, funktioniert scheinbar gar nicht. Was? Ah, Kopierschutz. Ist, ja, ja, ja. Großartig. Wie irgendwie du gehst dieses Ding durch und überall steht Fails to runs, most likely because of the copy protection. DRM, ja. Also scheinbar läuft das theoretisch. Also man kann es Alepo. installieren, crasht aber dann wohl aufgrund des Kopierschutzes. Ah, super. Wenn es so einen Weg gäbe, Kopierschutz zu umgehen. Ja, Boston Craig. Dann geht's wahrscheinlich. Vermutlich. Das ist so generell ein Problem. Bestimmte Kopierschütze, vor allem wenn sie neu sind, die sind dann halt nicht integriert und oder die Funktionen, die die benötigen. Und sieht man auch sehr schön damals beim Star Force Kopierschutz, Ja, wo das der unter alte Windows Windows schon das nicht auch. funktioniert. Genau. Und neuere Windows-Versionen, die nicht mehr können. Ja, da musst du dann wieder extra Treiber und so einen Scheiß installieren, das ist der Wahnsinn. Und Wine kann sowas dann halt auch gar nicht, vor allem weil es als Treiber daherkommt und das ist halt etwas, was Wine irgendwie nicht so wirklich dafür gedacht ist, dass du da Treiber installierst. Ja. Nee, einfach Crack drauf und fertig. Dann braucht man auch nicht mehr DJ spielen. Wenn wir dieses CD einlegen von Spielen, das ist sowas von nervig. Ich Ja, hasse wobei, das. gibt's Doom noch als ohne CD-Version? Sieht ja gar nicht, steht nur Steam-Version. Ja, es wird dann ja über Steam dann gestartet. Scheint auch ausschließlich um Kopierschutz zu gehen, denn die Multiplayer-Alpha funktioniert ja problemfrei. Die hat hier Platinum-Status. Funktionierte fehlerfrei, also. Und laut ihm geht auch Autobahn Raser 2 mit Windows 10 nicht. Crasht beim Start einer Strecke mit Unhandled Exception. Autobahn findet er jetzt irgendwie gar nichts. Hat das auf Englisch einen anderen Namen? Nee, das heißt Autobahn Raser. Finde ich in der Datenbank nichts. Scheint es nicht zu geben. Oder es beziehungsweise es wurde noch kein Test davon übermittelt. Was haben wir denn Schönes in der Platinum? Oh, StarCraft 2 funktioniert mit Platinum-Status, auch schön. Boah, StarCraft muss ich auch irgendwann mal spielen. Also wie gesagt, es funktioniert halt nicht alles. Es kommt auch darauf an, was du spielst. Also wenn du nur das Neueste spielst, hast du dann gerne mal Probleme, aber gut, das hast du auch teilweise in der Windows. Insgesamt, aber also vor allem wenn du ältere spielst, hast du da und da waren relativ wenig Probleme. Also zumindest nicht mehr als die unter Windows hast. Und schwierig wird es aktuell noch bei DirectX 10 oder DirectX 11 Titeln. Das ist noch nicht vollständig implementiert oder noch nicht ausreichend. Die laufen dann gerne mal nicht. Und DirectX 12 ist aktuell noch gar nicht implementiert, aber das ist, auch wenn sich einige Leute darüber aufregen und damit, aber aktuell DirectX 12, ich weiß nicht, gibt es schon DirectX 12 Spiele? Also, die optional DirectX 12 haben? Optional. Puh.
Optional weiß ich jetzt nicht, Ja, aber. bis die ersten Spiele kommen, die nur DirectX 12 haben, wird es noch eine Weile dauern, weil Ja, erstens mal gut. müssen dazu ausreichend Leute Windows 10 nutzen und nicht mehr irgendwas anderes. Also 7 zum Beispiel hat ja immer noch eine breite Nutzerbasis. Zweitens müssen natürlich die Grafikkarten entsprechend dafür verfügbar sein. Na, woran das wohl liegt, dass Windows 7 noch so viele haben und alle nicht upgraden wollen, trotz kostenlosen Upgrade. Das sollte sich Microsoft auch mal hinterfragen. Ich glaube Warum? nicht, dass es trotzdem noch DirectX 12 auf Windows 7 gibt. Nö, das wird natürlich nicht passieren. Microsoft will ja, dass man auf Windows 10 upgradet. Ich upgrade auf Debian. Nächstes Jahr passt. Wenn die nächste Stable rauskommt. Ja, und dann brauchst du natürlich noch Grafikkarten, die das können. Da bist du jetzt mit der neuen Generation bei der ersten Serie, wo das wirklich alles Feature und so weiter unterstützt. Ja, das wird wahrscheinlich, also so zwischen 2020 und 25 wird wahrscheinlich so langsam die DirectX 12 Only Titel irgendwann kommen, würde ich mal sagen. Hat doch wenig Zeit. Mal abgesehen davon, dass meine Grafikkarte eh kein DirectX 12 kann. Aber Vulkan, das kann sie. Hoffen wir, dass sich Vulkan durchsetzt. Irgendwo war aber mal eine. Ich hatte letztens eine Liste gesehen, welche Spiele DirectX 12 Patches kriegen oder schon haben. Mensch, wo habe ich die denn letztens gesehen? Irgendwo habe ich die gesehen. Auf jeden Fall Projekt Cars ist wohl auch ein DirectX 12 Patch geplant. Der bringt Bericht. Der bringt dir aber nur was, wenn du da die X12 Grafikkarte und Ja, die 1080 wird es ja dann haben. Ich brauche eh eine neue. Windows 10 hast. Also und bloß weil Ja, jetzt das ist der Haken, Windows 10. ein paar Spiele da die X12 Renderer dazu bringen, werde ich jetzt nicht gleich losgehen, mir da Windows 10 und eine neue Grafikkarte holen. Windows 10 ist so. Wenn nicht mal mehr HP 2 damit vernünftig läuft, ich krieg da einfach so die. Oh. Ja, aber das Problem ist, die. Microsoft wird einem irgendwann dazu zwingen, darauf umzusteigen. Aber ich Ja, wenn der deswegen. Support endet. Wobei bis 2020 läuft der Support noch von Windows 7. Ja, 3 Jahre länger als Vista. Das ist auch so mein Notfallplan. Wenn unter Debian irgendwie Probleme auftreten, greife ich zur Not noch zu Windows 7. Und dann habe ich noch eine Debian-Version weiter, dann läuft das schon. Hoffe ich. Ja. Ich werde es merken. Wobei, wenn ich auf Windows 10 oder so umsteigen würde, hätte ich wahrscheinlich auch Probleme erstmal. Ich glaube, ich müsste mir dann, wenn ich dann doch irgendwie mal DirectX 12 Titel spielen möchte, ich glaube, dann müsste ich mir irgendwie ein Multi-Boot-System machen. Also einmal Windows 7 und einmal Windows 10 oder was, keine Ahnung, weil das Windows 10 ist einfach nur scheiße. Aber Gibst du ansonsten. inzwischen so Virtual Box oder sowas? Kann das ja inzwischen auch die Grafikkarte durchreichen? Ja, ist eine virtuelle Grafikkarte drin und die taugt nicht besonders viel. Ich meine, dass da, oder ist das erst geplant noch, dass du auch die, also dass du direkt die Grafikkarte verwenden kannst, die in deinem Rechner steckt. Oder nee, ich glaube, dazu brauchst du eine zweite. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das wäre natürlich geil, wenn das ginge. Bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwas in die Richtung war da. Aber bisher hast du Oder nach wie vor zumindest. nur diesen experimentellen 3D-Support Nee. und der ist Ja, auch den. nicht sonderlich gut. Der kriegt fast gar nichts auf die Reihe. Nee, das ist eher bescheiden. Ich habe mal versucht, Windows 98 damit zum Laufen zu bringen. Das ist auch eher so bescheiden. Also, wenn du DOS-Spiele willst, ist DOSBox immer noch die Ja, erste Wahl. das sowieso. Und die gibt es auch für Linux. Also Emulatoren gibt es prinzipiell alle normalerweise immer auch für Linux. Ja, das heißt, Need for Speed 1 wäre dir schon mal gesichert. Yeah, toll. Aber wie viele Teile gibt es überhaupt von Need for Speed? Kann ich, glaube ich, fast alle Let's Playen dann. Ja, Wie alle viel? richtige Spiele funktionieren nicht mehr, deswegen spiele ich noch Need for Speed. Alle Need for Speeds, oh Gott. Da sind ja teilweise die neueren ziemliche Katastrophen dabei, ne? Zum Beispiel Need for Speed Rivals mit 30 FPS Limit und so ein Scheiß.
Need for Speed Rivals, wie läuft das denn? Mal gucken. Need for Speed Rivals. Mit 30 Garbage. FPS Limit. Das soll okay, das das wurde 2014 zum letzten Mal getestet. Soll ein, richtiges Scheiß, soll ein richtiges Scheißspiel sein, das ist also kein Verdurst. Beides, wie gesagt, von 2014 ist der Test. Ah, Need for Speed wäre schon mal cool von dir, ey. Hätte was. Ich habe überlegt, ob ich mal Test Drive Unlimited 2 anfangen soll, weil das habe ich selbst noch nicht wirklich gespielt. Hat aber wie auch läuft seine, das denn? Hat aber auch seine Bugs teilweise. Ich kenne den ersten Teil, der war schon ein bisschen verpackt. Beta, was, es gibt eine Version 0.97, was? Fängt man nicht normalerweise bei 1.0 an? DLC, mit DLC sind alles. Er hat Offline-Gaming nicht getestet. Hat das Spiel unter Windows auch Probleme mit Gamepads? Weiß ich nicht. Also das Lenkrad hat funktioniert. Gamepads funktionieren normalerweise unter Linux. Ich freue mich schon auf den Typen in den Kommentaren, der schreibt, dass Linux nur der Kernel ist und dass die Distributionen alle anders heißen. Also hätte ich Zuschauer, würde so ein Typ auftauchen. Wie läuft denn Test? Also für Windows zumindest ist Lenkrad genau dasselbe wie ein Joystick oder ein Gamepad. Also vom Technischen her sind alles Controller sozusagen. Alles Game-Controller werden alle gleich behandelt. Also weiß ja nicht, wie Linux das macht. Aber von dem her, wenn Gamepads da Probleme machen sollten, dann wird es das auch ein Lenkrad tun. Interessante Frage. Ich ziehe einfach mal meinen Xbox 360 Controller ab und stecke nochmal in meinen Laptop und guck, was passiert. Machen wir doch einfach mal Experimente hier. Hier rum, wo muss denn der rein? Und ich nehme mal nicht an, dass es ein Linux-Treiber für das Logitech G27 Lenkrad gibt, oder? Vermute nicht. Da musst du Logitech. Schau einfach, weißt du, kennst du die Hersteller-Website? Vermutlich nicht. So, jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie mein Controller und der Linux konfiguriert, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich habe natürlich, aber ich hätte. Schau doch einfach mal, ob er ihn nativ einfach so erkannt hat. So, falls du eben was gesagt hast, wie gesagt, ich war eben kurz AFK gewesen. Wegen Lenkrad waren wir stehen geblieben. Hast du die Hersteller-Website? Dann müsste man das nochmal nachschauen können, ob es da. Wobei natürlich die Frage ist, ob man Herstellertreiber nutzen will oder braucht, weil. Naja, also bei dem G27 Lenkrad möchte ich eigentlich auf jeden Fall den Originaltreiber haben, weil wegen den Einstellungen für das Lenkrad und die Profile und so, das wäre schon ganz gut. Mein Laptop ist jetzt ein bisschen langsam, deswegen dauert auch selbst einfache Spiele, aber nachdem ich meinen Xbox 360 Controller einfach eingesteckt habe, der noch nie auf meinem Laptop eingesteckt war, funktioniert er ohne Konfiguration völlig problemlos. Also wenn Microsoft-Produkte schon funktionieren und läuft. Also ich musste da auch nicht irgendwie irgendwas konfigurieren oder irgendwelche Treiber installieren, der läuft einfach. Da hat er, glaube ich, normalerweise in der, gibt es da normal Datenbanken unter Linux, die dann freie Treiber haben oder vom Hersteller irgendwas. Wobei die Herstellertreiber dann halt gelegentlich besser sind. Also bei den G27 wäre das schon sinnvoll, den Herstellertreiber zu haben. Weil natürlich die Frage ist, werden neuere Windows-Versionen auch noch unterstützt von Logitech oder? Das G27 wird nicht mehr hergestellt. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas für neuere. Aber ich glaube, aber soweit ich weiß, läuft das G27 mit Windows 10 noch.
Ich meine, das hatte mal jemand geschrieben, dass das nicht. Ist ja nicht nur die Frage, ob es damit generell läuft, weil die meiste Hardware läuft auch generell erstmal mit unter Linux. Ist halt die Frage, ob dann die ganzen Zusatzfunktionen, die du da gerne mal hast, auch noch laufen. Oder weiß ich, was hat ein Lenkrad für Nee, ich Zufalls? glaube, also, ja gut, bei Linux weiß ich jetzt nicht, aber bei Windows 10 zumindest soll das G27 noch laufen. Also der Treiber dazu. Aber bei Linux ist natürlich die Frage, was man da macht mit dem Lenkrad, weil das ist ja doch schon eine Sache, wo man sehr vom Treiber abhängig ist, ne? Also, ich weiß nicht, wurde das häufig verkauft, dann ist es meistens kein Problem. Na, G27 ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr verbreitetes Lenkrad. Gucken wir doch einfach mal, was sagt denn YouTube? YouTube, ja. Das ist ja auch ein. Ist ja, Google YouTube. G27 ist ein richtig gutes Lenkrad, ne? Ein richtig gutes, da hat damals 170 Euro gekostet. Das ist ein gutes Lenkrad. User der G25 sometimes and that works. Der große Unterschied. Was? My brother just bought a G27 to play ETS2 on Linux. Everything works, expects the force feedback. That is not supported in Linux-Version of ETS2. Okay, es Was? scheint alles zu funktionieren. Aber Force Feedback nicht, oder wie? Das wird offensichtlich in dem Spiel, in der Linux-Version von dem Spiel nicht unterstützt. Ach so. Warum auch immer. Wie bei Konsolenports, das ist auch immer so eine Sache. Also, wenn du da jetzt nicht irgendwie so einen total komischen, absolut exotischen Controller hast, sollte das nochmal kein Problem sein. Logitech G27, wieso gucken wir uns nicht mal ein Video an? So, okay, der konfiguriert das da alles noch sehr umständlich. Aber es scheint zu funktionieren. Warte mal, ich schick dir mal den Link. Ein Hoch auf den Link. Ich könnte nächstes Mal Zelda mit dem Lenkrad spielen. Ich muss irgendwann wirklich mal ein Lenkrad kaufen, nur um Command & Conquer mit Lenkrad zu spielen. Oder ein Shooter oder irgendwas total Dummes. Also ich habe es auf jeden Fall hinbekommen, das G27 in DOSBox reinzukriegen. Das war voll cool mit Need for Speed 1. Das hat richtig geil funktioniert. Ja, also wenn so eine Linux läuft, sollte man das auch im Spiel konfiguriert bekommen. Bei Controller da eher das weniger Problem sind. Das Hauptproblem sind dann eher so Sachen wie ja, Grafikkarten mit voller Hardwareleistung, das ist bei aktuellen Grafikkarten immer so eine Sache. Oder wenn du halt irgendwelche so ganz exotische Hardware mit allen möglichen Zufallsfunktionen hast, ist das gelegentlich ein Problem. Wenn das allererste Need for Speed mal spielen willst, du hast kein Lenkrad, ne? Nein. Schade eigentlich, weil das allererste Need for Speed, das ist eigentlich, ja, macht eigentlich erst vollen Spaß, wenn man ein Lenkrad hat, weil das fährt sich wesentlich besser mit Lenkrad. Du fährst locker eine Sekunde bessere Rundenzeiten raus und es ist also Lenkrad ist echt sehr zu empfehlen beim ersten Need for Speed. Fährt sich viel besser als mit Tastatur oder na gut, Pad könnte auch schon etwas besser sein, aber wirklich geil ist es erst mit Lenkrad. Need for Speed 1, wie läuft das denn? Ich glaube, ich nenne das Video nicht Diskussion über Linux, sondern einfach nur generell Diskussion. Naja. Letzter Test 2008, Goldstatus. Das hattest du vorhin schon geguckt. Echt? Aber ja, hattest du. Aber Need for Speed 1 Special Edition spielst du eh unter DOSBox und die geht ja sowieso unter Linux, hast du gesagt. Ja, so Emulatoren, die hast du nochmal immer für zumindest Windows und diverse Linux-Distributionen und meist auch noch für Mac OS X. Ja. Mal gucken, funktioniert noch dieses Dingsbums, wie heißt dieser Typ? Tewongs Page Download SVN Builds. Gab's da nicht auch eine Linux? Ja, gibt auch eine Linux-Version davon sogar. Na, umso besser. Die wurde auch schon ewig nicht mehr aktualisiert, ne? Aber bei der DOSBox ist halt, wie gesagt, sehr wichtig, dass man da die 32-Bit-Version nimmt, weil die 64-Bit-Version ist aus irgendwelchen Gründen arschlangsam in der Performance.
Also einfach ist die total sinnfrei. Die Frage ist, ist das jetzt nur unter Windows so oder auch unter Linux? Das müsste man dann testen, das kriegt man ganz schnell raus. Weil ich habe auch das Gefühl, dass bei meinem Laptop LibreOffice schneller ist als auf meinem Desktop, was normal so nicht sein sollte. Weil mein Laptop hat 2x2 GHz und mein PC hier 4x3,7 maximal. Weil bei der 64-Bit-DOS-Box war das so, dass ich bei Need for Speed 1 Special Edition im Rennen, egal was für ein CPU-Cycles-Wert oder Automatik ist, egal was ich da genommen habe, kam ich einfach nicht über 20 FPS hinaus, während ich mit der 32-Bit-Version konstant 60 habe. Also, das war so ein bisschen Fail, die 64-Bit-Version. Mag ja sein, dass die unter Linux besser läuft, aber unter Windows definitiv nein. Ich werde es herausfinden. Also ich könnte es auch unter meinem Laptop testen, aber wobei DOSBox müsste noch hinbekommen. Habe ich die installiert? Nee, ne? Kommt halt auch auf das Spiel drauf an. Also Stimmt. Need for Speed 1 braucht schon einiges an Leistung von deinem Rechner. Ja, da gab es ja einige DOS-Spiele, die doch etwas mehr Leistung geschluckt haben. Need for Speed 1 ist das schon recht leistungshungrig und auch und natürlich auch Blood 1, das ist ja auch ein DOS-Spiel und ist auch sehr leistungshungrig. Bei meinem Laptop ist natürlich auch das Problem, dass die Grafikkarte so gar keine, Grafikchip so gar keine Leistung hat. Ja gut, der Grafikchip ist jetzt ja bei DOSBox jetzt nicht so Normal nicht wichtig. wichtig. Nee, aber die CPU muss da so stark wie möglich sein. Ja. Die letzte offizielle stabile Version von DOSBox ist auch schon ganz schön alt, du. Ja, da sollte man auf jeden Fall die SVN-Daumen von diesem Ist ja auch schon wieder irgendwie. Asiaten da nehmen da. Naja, die ist ja auch schon wieder über ein Jahr alt. Ja, aber die funktioniert dennoch super. Während die 0.74 eben halt so 3 oder 4 featurelos Jahre ist alt ist. und so featurelos wie sonst was ist. Und der ist gerade bei deinem Video voll gegen die Leitplanke gedonnert. Bei der vierten 4 Minuten 20 ungefähr voll gegen die Leitplanke gefahren. Wie im richtigen Leben? Mach ich da auch immer. Es läuft nicht. Ja, gut. Ich glaube, er wollte eher testen, dass das funktioniert. Also, zuvor war er einigermaßen okay gefahren, aber da hat er den Fahrfehler gerissen und voll gegen die Wand geknallt. Fand ich gerade Ja. mal lustig. Vor allem das ist auch so Siehste, eine Russ. siehste, G27 taugt nichts, musst du zurückschicken. Er ist gegen die Wand gefahren. Das muss man jetzt mal so Logitech als Grund geben. Ich bin gegen die Wand gefahren und euer Lenkrad taugt nichts. Was für ein Spiel war das? McCollins Race-Dings da? Wie heißt denn das? Was so extrem auf Realismus getrimmt ist? Da habe ich mal ein Review dazu gelesen. Wir dann am Schluss gemeint, ja, das Spiel ist gespielt und wollte es danach mit seinem Auto nachstellen. Hat festgestellt, dass es aber in der Realität nicht simulationslastig genug und viel zu arcade-mäßig ist. Die Realität. Bei Fand ich auch schön. einem Rallye-Spiel oder Ja, das Colin ist. McRae Rallye oder was Ja, meinst ich du? glaube schon, das ist doch dieses extrem auf Realismus getrimmt, oder? Kann sein. Er gemeint, er wollte das nachstellen der Realität, aber die Realität ist zu arcade-lastig, da geht das nicht. Fand ich großartig. Tja. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie ich das Video am Schluss nennen soll, wenn ich das hochlade. Was macht der da? Der fährt ja nur noch gegen die Wand und ins Kiesbett. Absicht. Dann kam überhaupt die letzte. Jetzt ist sein Auto Schrott. Ah, war ein Crash Ist ja zu voll viel. unrealistisch. Passiert in der Realität doch auch nicht. Hat sein Auto zu oft gegen die Wand gesetzt. Ich hasse das in Rennspielen. Wenn ich Autos kaputt fahren kann. Und das dann tatsächlich dann irgendwann richtig kaputt ist. Naja, Live for Speed, also das Video, was du verlinkt hast, ist ja auch eine Simulation. Da wäre es ein bisschen seltsam, wenn das heile bleibt. Minimal, ja, minimal. Die letzte DOSBox, die ich auf emocr.com finde, ist vom 24. Mai. Ist heute Fußball? Schreinachtsurteil, ja.
Gott, wie der fährt. Ich glaube, er wolle bloß simulieren, dass man demonstrieren, dass man das Lenkrad unter Linux benutzen kann. Was für den meisten Sachen Er funktioniert. demonstriert allerdings auch gerade hervorragend über seinen schlechten Fahrskill. Ich sehe, du hast Halleluja. mich noch nicht fahren sehen in Rennspielen. Oh Gottes Willen. Ich glaube, du fährst noch besser als er Du wirst schon sehen, wie Unrecht du hast. hier. Du kannst dann mit Need for Speed 1 anfangen. Das ist schon so ein eher Richtung Simulation, aber noch sehr gut fahrbar. Aber trotzdem kein Arcade wie Need for Speed Most Wanted oder sowas, ne? Also es ist schon ein bisschen, da musst du schon ein bisschen was leisten. Geht, ich muss was leisten in meinem Let's Play, es ist ja ekelhaft. Und die KI, die möchte auch, dass du was leistest. Das ist nicht so eine Luschen wie bei den neueren, Ekelhaft. nicht so eine Luschen wie bei den neueren Need for Speeds. Nein, die KI möchte da, dass du auch ein bisschen was hergibst. Ist ja ekelhaft. Was soll denn der Unsinn? Warum will die KI das von mir? Ich meine, Konga will die KI doch auch nicht, dass ich irgendwas leiste. Soll der Unsinn? Mein marginalstes Gummiband ist da auch drin, aber sie brechen nie die Physik. Das heißt, wenn du jetzt Wie erster, langweilig. weil wenn du erster Platz bist und dann fahren die auch nur das, was halt maximal mit dem Auto auch wirklich machbar ist. Nicht so wie bei neueren Spielen, so aller, dass sie dann die physikalischen Grenzen des Autos brechen. Mit sowas gibt es dann nicht. Das erinnert mich an dieses Rennspiel, das mein Bruder für die PlayStation 1 hatte. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war total scheiße. Und das Spiel, wenn du perfekt gefahren bist, konntest du gerade so mit den Gegnern mithalten. Und wenn du irgendwie Fehler gemacht hast, dann haben die dich komplett abgezogen, weil deren Autos irgendwie so absurd, die sind irgendwie permanent Vollgas gefahren und Ja. gleichzeitig auch irgendwie die perfekte Linie gefahren. Also und haben nie Fehler gemacht. Das war komplett scheiße, das Spiel. Du konntest fast nicht gewinnen. Oder du konntest, glaube ich, sogar gar nicht gewinnen. Was war so dieses gegensätzliche Extrem? Wobei ich glaube, wenn ich irgendwann mal F-Zero spielen werde, werde ich mir schon genug aufregen. Vor allem GX. GX ist so absurd schwer auf den höchsten Schwierigkeitsgraden. Das ist so absurd. Vielleicht kriegst du ja irgendwie diesen komischen Trick dahin, dass du so schnell fährst da. Ja, das ist bei Welten, die keinerlei ab keinerlei Barriere mehr an der Strecke haben, dass du ständig runterfallen kannst und total kurvig sind, bestimmt total nützlich, wenn ich schnell bin. Der eine Typ kriegt das ja trotzdem irgendwie hin. Ich weiß auch nicht, wie er das macht, aber. Ja, der Typ hat auch irgendwie in einer halben Stunde die Kampagne von GX durchgespielt. Naja, und das sogar live gespielt. Also es ist irgendwie total krass, was der gemacht hat. Und dabei finde ich fand schon F-Zero X ziemlich anspruchsvoll, aber das hat echt. Puh. Bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich mal anfangen Der soll. Typ war ja so krass, der hat den einen Gegner, da war das nur ein Gegner, glaube ich, den er da schlagen musste, 30 Sekunden Vorsprung gegeben, hat trotzdem das Rennen gewonnen. So krass war der Typ ja drauf. Meinst du, der ist gut? Ich glaube, ich kann das besser. Gott. Aber das Fenster zu machen, ja, schreien irgendwelche Vollidioten rum. So viel besser. Jetzt höre ich nur noch dich. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Online. Ist aber wirklich hochinteressant, das Video gewesen. Also diese ganzen Fahrfehler waren schon phänomenal. Kannst aber drunter schreiben. Toll, dass es unter Linux funktioniert, aber wie du fährst, ist echt scheiße. Ja, es war ziemlich schlecht, muss man sagen. Oh Mann. Zeig dir mal, wie ich fahre. Das wird ganz groß. Ja, Gott. Nächstes Jahr. du bräuchtest echt ein Lenkrad, ey. Ich kann eins bei Amazon auf die Wunschliste setzen, also. Musst du mal machen, aber warum gibt es das G27 nicht mehr? Das G29 finde ich jetzt irgendwie nicht so geil.
Ist ja keine Alternative oder so. Ja, anderer Hersteller dann. Was sagt denn Amazon? Aber andere Hersteller, die noch gut sind, sind teurer als Logitech. Ja, solange es mir geschenkt wird, ist mir das richtig egal, was es kostet. Also ich glaube, das Teuerste, was du kriegen kannst, ist die Lenkräder von Fanatec. Weil die, da kannst du auch jedes Element einzeln kaufen. Das heißt, einzelne Gaspedalen, ein Lenkrad kannst du auch dir aussuchen, was du haben willst. Das sind halt nicht keine ganzen Systeme, sondern einzelne Module, die du dir zusammenstellst. G27. Ja, 499 Euro. Ja, das ist nur deswegen so, weil es nicht mehr hergestellt wird. Deswegen. Das ist nicht der Originalpreis. Ja, das G29 kostet aber auch noch 243 Euro. Und ich finde, das G27 ist viel besser als das G29. Sollen das G29 wieder vom Markt nehmen und das G27 zum originalen Preis von 170 Euro anbieten? Das war mich wesentlich. Ich habe nicht besser. Das Gefühl, dass mir irgendjemand so ein Lenkrad schenkt, wenn das schon irgendwie 400 Euro kostet. Nee, dann würde ich dir auch nicht das 27 empfehlen, weil man muss es ja auch nicht übertreiben, ein Lenkrad für 500 zu kaufen, wenn das G27, als es frisch war, 170 gekostet hat. Das macht ja auch keinen Sinn. Das ist ja Quatsch. Da würde es mehr Sinn machen, sich beim anderen Hersteller umzusehen oder sich mit dem 29 anzufreuen. Also ich finde das vom Design her jetzt nicht so geil. Mit den komischen PlayStation-Buttons und hast du nicht gesehen, finde ich jetzt nicht so geil. Lenkräder PC. Hier kannst du das mal. Da siehst du das bei dem YouTube-Link, da siehst du den gleich am Anfang schon die Lenkräder da stehen. Und ganz ehrlich, das G27 ist doch viel schöner. Das linke ist das G27, das rechte ist das 29. Schlichter. Gut, hängt davon ab, was man alles braucht, ne? Das hat 6 Buttons, das G27. Und die sind sehr gut erreichbar und wirklich verdammt gut. Und das G29 ist ja total überladen und die Buttons völlig schlecht erreichbar. Und ich weiß auch nicht, irgendwie gefällt mir das gar nicht. Vielleicht wollen sie ja Arma damit spielen. Na. Hat das nicht irgendwie so 2 Milliarden Tasten? Und was ich bei dem G29 auch scheiße finde, die Haarschaltung, die muss man sich extra kaufen. Die war beim G27 dabei. Irgendwas Gutes, was nicht so viel Geld kostet? Wahrscheinlich nicht. Es gibt das kleinere von Logitech wäre das Driving Force, hat aber leider den Nachteil, dass du dich nur zwischen 200 Grad Lenkeinschlag und 900 Grad Lenkeinschlag entscheiden kannst. Das finde ich nicht gut. Der Lenkeinschlag sollte frei einstellbar sein, weil das macht nämlich viel aus, je nach Spiel, weil bei Need for Speed 1 nutze ich beispielsweise 200 Grad Lenkeinschlag, aber bei Need for Speed 4 kann ich mir das zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen mit 200 Grad, da nutze ich 100 Grad Lenkeinschlag. Und diese 100 Grad könnte ich mit dem Driving Force nämlich nicht nutzen. Die ist scheiße. Vielleicht kann jemand was empfehlen, in die Kommentare schreiben. Hätte ich Zuschauer, würde das passieren. Habe ich schon mal eine Steam-Wunschliste erwähnt? Also die Konkurrenzfirmen sind halt eben Fanatec und Thrustmaster. Aber die sind eher teurer als Logitech. Obwohl Thrustmaster hat vielleicht auch günstigere Modelle, das kann natürlich sein. Aber auf jeden Fall sollte das Lenkrad einen frei wählbaren Lenkeinschlag haben. Das ist wirklich sehr von Vorteil. Naja, es dauert ja noch ein wenig, bis ich irgendwann mal ein Rennspiel Let's Play. Wobei F-Zero würde ich jetzt nicht unbedingt als Rennspiel, wo man ein Lenkrad braucht, definieren. Wäre auch mal interessant. Da gibt es nur Gas geben, Lenken und Bremsen. Also
Und Turbo Boost braucht man noch. Nee, das F-Zero ist ein bisschen zu schnell für Lenkrad. Du kannst nicht schnell genug hin und her lenken. Das ist etwas, wo tatsächlich ein Gamepad praktisch ist. Ja, da kannst du mich mit dem Analogstick schnelle Schwenks machen beim Lenken und hast trotzdem eine analoge Lenkung. Also für F-Zero würde ich sagen, ist ein Gamepad optimal. Das werde ich dann, wenn meine Projekte dann mal zu Ende sind und dann nächstes Jahr auf News gewechselt habe. Weil ich will ja alle Projekte, wenn möglich, noch beenden, damit die dann nicht irgendwie nicht mehr funktionieren unter Linux. Dann werde ich das wahrscheinlich mal so als spontanes Projekt, so wie Halo 2 mal abarbeiten. Na, Halo, das gefällt mir richtig gut, das Let's Play und so, weil Ist ja auch von mir. das Spiel gefällt mir echt ganz gut. Das macht Spaß Was mich ein bisschen nervt, ist, dass man keine Gesundheit mehr hat, sondern nur noch das Schild. Das ist so leicht scheiße. anzugucken. Und dass der erste Level direkt das Schwierigste ist. Das ist vielleicht nicht so günstig gewählt. Ich finde es schade, dass die Pistole nicht mehr overpowered ist. Das fand ich lustig. Ja, und dass die Standard-MGs immer noch scheiße sind. Sind absolut nutzlos. Du kriegst die Schilde nie damit runter. Tja. Mit einem anderen Schwierigkeitsgrad wäre das bestimmt anders. Ja, aber die spielt ja keiner. Bitte. Auf einem anderen Schwierigkeitsgrad würden sich bestimmt diese drei Waffen auch stärker anfühlen. Riesigen Schwierigkeitsgraden fühlt sich immer alles mächtig an. Bei diesen zwei haben sich die Waffen auch auf hohem Schwierigkeitsgrad mächtig angefühlt. Mächtig scheiße, ja. Ne, diesen zwei erinnert dich Also doch nur diese mal an zwei, ich die. habe jetzt, irgendwie war ich jetzt bei drei. Ach so, ja. Bei diesen zwei haben sich doch trotz Insane die Waffen stark angefühlt. Und das war das Gute an diesen zwei. Also auch eines der vielen guten Sachen an diesen zwei. Denn. Das bei diesen drei und Forsaken ja so ein bisschen nicht so der Fall, ne? Da fühlen sich die Waffen ja auf den höchsten Schwierigkeitsgrad wie so Papier. Kugelbeschleuniger an oder so. Normal. Für sind Doom die Rüstung auch wie Papier. Aber nur bei Doom 3, bei Doom 1 und 2 taucht die Rüstung. Details. Doom 1 und 2 kann ich auch unter Linux spielen, dafür gibt's Ports. Nimmst du GZ Doom und fertig. Das ist das Schöne an Ports, die funktionieren praktisch immer auch unter Linux. GZ Doom setzt auf OpenGL. Die wissen, was gut ist. Ist da noch kein Vulkan-Renderer? Was ist das für eine Scheiße? Hallo? Sind Nee, hat technisch das immer nicht. hinterher. Der Wahnsinn. Ich habe so Angst, dass mein G27 irgendwie mal kaputt geht, weil es ja nicht mehr hergestellt wird. Stell dir das mal vor, ey, Kabelbruch oder Force-Feedback-Motor kaputt oder irgendwie sowas. Kann ja alles mal passieren. Das wäre ja furchtbar, nicht auszudenken. Was mache ich denn dann? Neues kaufen. Ja, gibt's ja nicht mehr. Wird ja nicht mehr gebaut. Dann muss ich wohl den Hersteller wechseln. Ja, vielleicht kommt irgendwann Windows 11 und dann funktioniert es da nicht mehr und. Das kommt noch hinzu. Irgendwann kommt so ein scheiß Windows, wo das G27 dann gar nicht mehr geht. Wobei Und angeblich soll ja keine neue Windows-Version nach 10 mehr kommen. also. Würde ich jetzt auch nicht so spontan glauben. Ja, genau. Erstmal die Abwärtskompatibilität vollständig vernichten und dann erst sagen, das ist das letzte Windows. Hätte sie nicht sagen können, Windows 7 ist das letzte, da war die Abwärtskompatibilität noch halbwegs vorhanden. Nö. Da wurden noch nicht genug Daten gesendet. Ja. Um genau zu sein, funktioniert bei Windows 7 überraschend viel. Aber nein, das Kannst du muss ja man weiter benutzen. bei Windows 10 musste man ja diese tolle Angelegenheit verwerfen und die Abwärtskompatibilität für den Arsch machen. Ja, die meisten spielen halt keine 20 Jahre alte Spiele mehr.
Und da ist das nicht relevant, also tschüss. Ja, so denkt Microsoft wahrscheinlich tatsächlich. Es lohnt sich halt finanziell nicht so wirklich, für so einen winzigen Teil einen Haufen Aufwand zu betreiben. Aber ich möchte auch in 10 Jahren und 20 Jahren, was weiß ich, wie lange ich noch Lust habe auf Need for Speed 4, möchte ich das immer noch spielen können. Nee. Für Nein. mich. Das Kauft ihr das ist. Neue? Für mich ist das kein Upgrade, wenn dann danach weniger läuft für an Sachen, die ich nutze. Das ist irgendwie nicht der Sinn eines Upgrades für mich. Ja. Vielleicht Ja. upgradest du einfach nur das falsche Betriebssystem. Ja. Für Verpackung stand Windows 10 oder besser, also habe ich Linux installiert. Wobei, Oh. aktuell gibt es doch keinen Grund, auf Windows 10 zu wechseln, In meiner dem Meinung nach. Video meinte er aber, dass Logitech-Lenkräder lange durchhalten, also dass die gute Haltbarkeit haben. Na, da bin ich ja mal gespannt. Morgen ist es kaputt. Ja, wahrscheinlich. Morgen drehst du einfach einen Knack und plötzlich hast du da beliebig viel Drehraum. Oh, ich kann mein Lenkrad um 12 Milliarden Grad drehen. Na, ich habe mehr Sorge bei Kabelbruch oder sowas, weil man es ständig an- und abbaut. Warum Davon. machst du das? Naja, sonst habe ich die ganze Zeit ein Lenkrad vor der Fresse. Na und? Kannst deinen Kopf drauf ablegen, ist doch praktisch. Außerdem, wenn du so ein Spiel wie Test Drive Spiel Interesse hast, dann spiel lieber The Crew. Das ist viel geiler als Test Drive. Aber das hast du wahrscheinlich gar nicht. Nö. Gibt es das auf Steam? Soll ich es auf meine Wunschliste setzen? Ich habe da erst 500 irgendwas Spiele. Es kann sein, dass es das auch auf Steam gibt. Es wäre denkbar. Crew, 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 Crew. The Crew, ja, von Ubisoft. The Crew. 15 €. Was, Ey, mehr das kostet Coole. das nicht mehr? Nö. Also, nee, ist im Steam Sale, sonst wird es 30 kosten. Endet in 43 Stunden. 15 € ist guter Preis für das Spiel. Das ist geil, das Spiel ist richtig geil. Macht Spaß. Viel, viel besser als Test Drive. Was auch toll ist, ist, dass ich erst jetzt ankündige, dass ich einen Steam-Wunschliste erstellt habe und nicht irgendwie zu Beginn des Steam-Sales. Ist ja nicht so, als würde der bald enden. Ja. Kauft ja eh keiner was, von Ah, daher. der Typ hier in dem Video fährt schon erheblich besser als der von deinem Video. Ging ja in Das. dem Video nicht darum, wie gut jemand fährt, sondern ob das Lenkrad unter Linux funktioniert. Und das tut es. Glaube ich, ganz gut ist. Also, wenn man Linux benutzen möchte und dieses Lenkrad hat. Was wahrscheinlich keiner meiner Zuschauer überhaupt tut, weswegen das auch relativ irrelevant ist. Ja. Ja, ich traue mich an Linux nicht so recht ran. Ich habe immer noch Angst, dass da einiges nicht geht, aber oder ich nicht mit klarkomme oder was auch immer. Aber du kannst dann ja berichten, wenn du das durchziehst. Da bin ich mal Ja, es ist gespannt. halt anders als Windows. Wobei, Ja. wenn du auf Windows 10 updatest, ist es auch anders als Windows 7. Ja, da geht man ganz schöne Schritte nach hinten, ne? Naja, du hast ja noch Support bis 2020 und danach würde ich vielleicht nicht mehr online gehen. Wobei, es gibt ja wohl noch Leute, die mit XP unterwegs sind. Wenn man ganz mutig ist, kann man das tun. Oh. Geh doch einfach mit XP online und lad ein bisschen was runter und. Oh, jetzt testet er Formel 1 mit dem G29. So, ich sollte aufhören, nebenbei noch Spiele auf meine Wunschliste zu setzen, die immer länger wird. Hier gibt es keinen Button, alles auf die Wunschliste setzen. Oh Gott. Ja, dann kaufen wir dir tatsächlich was und dann hat er dir ein Spiel gekauft, was dich überhaupt nicht interessiert. Ja, die ersten 100 Spiele oder so sind, wie gesagt, ja noch sortiert nach Interesse und so und danach alles, was irgendwie interessant aussah.
Kauft mir einfach Stellaris, dann bin ich. Und alles andere, was auf meiner Liste. Kauft mir einfach alles, was auf meiner Liste steht. Aber ein Lenkrad musst du dir echt mal zulegen. Ne? Dann fährst du auch gut, wirst du merken. Kommst du viel besser mit klar dann. Ja, bestimmt. Damit spiele ich dann Open Arena, da bin ich viel besser in Open Arena. Das musst du auch mal weitermachen, ne? Ja, aber das läuft auch unter Linux, das kann ich da auch weitermachen. Also Priorität haben gerade alle Projekte, die so nicht direkt unter Linux laufen oder ich nicht genau weiß, wie gut, weil es wäre scheiße, wenn ich da mittendrin erstmal Pause machen muss, weil es nicht läuft. Bin mal gespannt, ob Decent 3 unter Linux läuft. Decent 3, soll ich mal nachschauen. Weil die Engine ist mit neuen Rechnern wirklich ein bisschen heikel, immer trotz meiner Patches und hast du nicht gesehen. Hat jetzt das vorhin nicht nachgeguckt? Ich weiß gar nicht. Ja, es sollte laufen eigentlich, wenn du es mit Glide laufen lassen kannst, was du ja kannst, wie du sagst. Und OpenGL Sind ist. drei. Und OpenGL wäre die Alternative. Also eigentlich sollte es laufen, aber ich sehe da nicht nur den Renderer das Ja, doch, Problem, das war die sondern. GOG-Version. Ja, doch, das lief. Läuft zumindest. Also die 1.4er-Version scheint zu laufen. Sowohl die GOG-Version als auch die US-Version. Oh, und die EU-Version läuft auch problemlos. Man muss wohl nur ein Node-CD-Dreck benutzen. Copy-Protection zu umgehen. Scheint gut zu laufen. Vor allem, wie der hier so richtig in einem Rennstuhl sitzt hier. Sowas habe ich noch nicht. Das nächste, was du dir kaufst. Wie läuft denn überhaupt Battlefield 42? Platinum-Status, sehr gut. Ich weiß nicht, will ich wirklich irgendwann mal Battlefield 42 Let's Playen? Also 1942. Die KI ist also absurd gut. Die sniper dich dann mit irgendwie Schiffsgeschützen noch weg, wenn du im Bunker sitzt. Das ist. Gut, dass meine Liste von Let's Play Spielen, die ich gerne mal Let's Playen möchte, irgendwann gar nicht lang ist. Ich bin sicher, ich finde immer mindestens ein Spiel, das auch unter Linux läuft. Vielleicht gibt es in Zukunft mehr native Linux-Ports. Gibt es inzwischen ja auch Steam für Linux. Ein guter Grund, mal Doom zu spielen. Das läuft unter Linux. Nee, das würde dir zu sehr gefallen. Das kann ich nicht bringen. Oh, Doom hätte was. Oder ein Duke 3D Let's Play gibt's von dir auch nicht. Kann Kein ich alles Blood Let's spielen. Play. Gibt's doch gar nicht, ey. Ist Läuft in das. Duke Nukem. Naja, kannst du eh Duke 32 benutzen. Stimmt. Und das ist dann wieder OpenGL. Das Duke läuft. 32. Eh Lief Duke auch mit. 32, ja. Es läuft auch mit Wine sehr gut. Brauchst du wahrscheinlich keinen Wein Nö. für. Müsste Search. nativ laufen. Ist die OpenGL-Ausgabe. Ports laufen normalerweise, gibt es normalerweise auch immer noch eine Linux-Variante. Das ist jetzt nicht so das Problem. Zur Not, es gibt ja auch noch ein paar Open-Source-Spiele, die ganz nett sind, die ich auch irgendwann mal spielen muss. Oh, es ist Sonntag. Wie lange nehmen wir schon auf? Keine Ahnung, ich habe hier keine Anzeige. Ich finde es auch schön, dass wir irgendwie vom Thema leicht abgewichen sind. Ich bin Deswegen ist doch das bestimmt Video schon an. anderthalb Stunden. Ich habe keine Ahnung. Sieht man das hier bei der Datei? Mal gucken. Ja, also wir Nein, sie sind. ist 0 Bytes. Sie ist 1,05 Gigabyte groß. Wir sind von Linux auf Lenkräder Ja, es ist. umgestiegen. Das ist interessant, ne? Die unter Linux funktionieren. Na gut. Es hängt zusammen. Worüber wollten wir noch sprechen? Videoaufnahme. Da haben wir irgendwie mit angefangen, sind dann sehr schnell weggekommen. Ja. Das ist Ja. nicht so wichtig. Das funktioniert mit OBS. Es gibt auch noch andere Programme, aber da ist meistens das Problem, dass sie die Audiospur nicht mit aufnehmen.
Deswegen ich dann jetzt irgendwie Audacity bemühen müsste, was ja auch unter Linux läuft, dann ging das wieder, aber dann hätte ich halt zwei Programme und darauf habe ich ehrlich Dann gesagt nicht so müsstest du Bock. aber die Tonspuren synchronisieren. Und Das ist das darauf hast Problem. du definitiv keine Lust, wie ich dich kenne. Nö, prinzipiell nicht. Siehst du? Also ist das. Beziehungsweise Da ist. bist du aber dann bei OBS auch eingeschränkt, weil dann. Aber allein schon die Tatsache, dass über FFmpeg derzeit eh alles total scheiße läuft, also bleibt dir so oder so nur die internen Encoder von OBS über und da bleibt dir eigentlich nur x264. Und Ja, es das. dauert ja noch ungefähr ein Jahr wahrscheinlich, bis die nächste Debian-Version rauskommt. Mal Aber gucken, was ihr noch tut. x264 vom internen OBS und mit Preset Ultra Fast auf Lossless läuft überraschend schnell, kann man nicht meckern. Dann nehme ich halt das. Das kannst du durchaus nehmen. Allerdings musst du dich dann mit YV12 zufrieden geben. Ja, gut, wenn ich jetzt so Halo oder so, hätte ich das eh nur, weil. Frisst ja doch in Performance. Es wird mir jetzt nicht umbringen, wenn ich den Farbraum auf YV beschränke. Kann Das man ist das. mitleben. Das ist, glaube ich, das kleinste Problem auf YouTube bei der grafisch, bei der Optik. Bei der Qualität. Das Wort habe ich gesucht. Naja, damit kann man zurechtkommen. Frage ist dann höchstens noch, wie genau ich das dann encodieren werde. Weil Ja. MeeGo gibt es ja nicht nativ. Da gibt es aber erstaunlich viele Programme unter Linux. Ich hätte einmal AVI, Demux, dann natürlich den Weg über. Wie läuft denn MeeGo überhaupt? Das lief doch, glaube ich, auch. Also unter Wine. Silberstatus, okay. Ach ja, das ist natürlich jetzt die Sache. Was ist mit AVI sonst? Mal gucken, was hat denn der hier gemacht? Also der letzte Test mit MeeGo ist von 2010. Oh Gott, das ist zu lange her. Ja, ne? Mit Avicen 2.5.8 und Virtual Dub 1.9.8 hat er noch dabei gehabt. Wobei Virtual Dub, glaube ich, auch nativ unter Linux, wobei das egal ist. Auto-Update ist wohl ein bisschen langsam. Das Problem ist, du brauchst .NET Framework für MeeGo. Läuft denn, das ist normal. Ja, also es läuft aber auf jeden Fall schon mal scheinbar. Aber was Und ist gut mit ist natürlich. AVI-Synths? Das macht mir wirklich Sorgen, weil das ja auch auf Direktschutz zugreifen möchte. Ist gar nicht in der Datenbank. Großartig. AVI-Synths wird wahrscheinlich gar nicht gehen. Das könnte wirklich ein Problem werden. Zur Not Wein müsste das nochmal können und alternativ. Ansonsten musst du mit FFmpeg kodieren. Das kann zumindest AVI-Synths-Skripte einlesen. Zur Not, ich habe mir da mal KDE in Live oder wie auch immer das ausspielt angeguckt. Ich weiß nicht. Das kann zur Not auch verarbeiten, Das also. würde auf alle Fälle gehen, mit FFmpeg die Codierung zu machen, weil damit kannst du AVI-Synths-Skripte öffnen. Das würde gehen. Was? Wenn du mit FFmpeg via Command Line codierst. Also das Kaden Live, wo ich dir eben geschickt habe, den Link, den werfe ich auch mal in die Beschreibung, auch wenn die kein Schwein liest, sich kein Schwein dafür interessiert. Das kann ich auch nur bedingt testen, weil mein Laptop, wie gesagt, zu wenig Leistung hat und für Windows gibt es das Programm nicht, aber das kann auch FFmpeg lesen und es kann, glaube ich, auch AVI-Synth-Skripts öffnen. Das heißt also, das Encoding sehe ich jetzt mal als kleinstes Problem. Zur Not x264 gibt es ja auch nativ für Linux, also. Ja, du könntest mit FFmpeg kodieren, obwohl x264 selber kann ja auch schon AVI-Synth-Skripte einlesen eigentlich. Also die AVI-Synth-Skripte wirst du schon irgendwie eingelesen kriegen. Entweder mit Glaube, das F. ist das kleinste Problem. Ja, das sollte machbar sein. Vielleicht sollte mal jemand Sagaras sagen, er soll das auch für Linux sein Programm entwickeln. Sollen sein Script-Maker mal auf Linux umsetzen. Na, vielleicht läuft er ja schon mit Wein einfach. Das Programm wird wohl nicht. Ich glaube nicht, dass das in der Datenbank ist, oder?
Nein, nein, das ist dazu wahrscheinlich zu unbekannt. Hätte ich auch mal irgendeine Version, warte mal kurz, 3.0. AVX-Synth, gibt es noch einen Linux-Port auf AV-Synth? Nativ-Port auf AV-Synth 258. Wird das noch weiterentwickelt oder ist das tot? Schwierig zu sagen. AV-Synth wird ja auch irgendwie nur alle halbe Jahr mal oder alle 2 Jahre mal eine neue Version veröffentlicht. Ja, das ist noch Version 258. Vapor sind? Ist das jetzt ernst gemeint oder ist das ein Witz? So, das ist wieder was Eigenes. Ja, aber ich denke mal, das wird das kleinste Problem sein. Oder ich weiß, zur Not kann ich ja auch einfach mit VirtualBox oder sowas oder VMware mal schnell Windows aufsetzen und da meine Skripts, ich meine, erstellen lassen. Das wird jetzt nicht so das Problem sein. Solange ich es darüber nicht encodieren muss, ist das nicht so das Problem. Nee, nee, mit Scriptmaker machst du deine Skripts. Also, das wird schon hinhauen. Ach, vielleicht läuft der ja sogar mit Wine, der Scriptmaker. Kann der sein. Können es im Prinzip. Ich habe so meinen Laptop hier gerade am Laufen. Na komm, jetzt mache ich mal Firefox auf. Dauert nur 2 Stunden. Komm, bisschen schneller. Ich liebe es, wenn der Rechner langsam ist. Hallo. Mal gucken, ob wir den installiert bekommen, so schnell. Machen wir mal einen spontanen Test. Ah, 6.1 wollen wir installiert haben. Gut, dass das WLAN auch so schnell ist gerade. Hallo? Dein Server geht nicht, der ist scheiße. Was? Entweder das oder mein Laptop hat gerade keine Lust. Der TS läuft auf meinem Server, also das scheint dir noch zu gehen. Irgendwie will er von dir keinen Download aufbauen. Nehme ich halt SourceForge. Bitte was? Oh, 10 Minuten, ernsthaft. Was hat das Ding für ein Scheißproblem? Es ist alt und langsam, ja, ich weiß. Will mich mal bei 9? Habe ich nicht auf meiner Amazon-Wunschliste einen 9? Schenkt mir den mal, komm. Dafür sind meine Spagonenten doch da. Ja, für nur 5. Was, 500? Als ich den draufgesetzt habe, hat er nur 400 gekostet. Ne? Einige der Sachen sind sogar bezahlbar. Ich habe sogar die Sachen, die komplett überzogen teuer waren, entfernt. Bin ich nicht nett? Bin auch klug. So klug, dass ich nach dem Steam Sale ankündige, dass ich jetzt eine Steam-Wunschliste habe. Oh, komm schon. Nee. Wir haben doch da noch Mega. Nee, Mediafire. Er will deinen Server nicht aufrufen, der mag den nicht. Da ist kein Linux drauf, das ruft er nicht auf. Mein Linux kommuniziert nicht mit Windows. Rechnen. Okay, das ist schon mal schneller. Jetzt das. Das dauert so oder so 5 Minuten.
Wenn das WLAN nicht wegbricht, dann dauert es noch länger. Bist du noch da? Ja, ich bin noch also, da. Okay. Ich dass du jetzt irgendwie rausgeflogen bist. Sind wir noch da? Geh mal weg hier. Nichts zu tun oder was? Ich könnte fast mal, wir diskutieren hier über irgendwas oder unterhalten uns über irgendwas. Oder soll ich das wirklich Diskussion nennen? Ist mehr ein Gespräch. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das Format nennen soll. Ich nenne es Gespräch. Diskutierendes Gespräch, so nenne ich das Video. Diskutieren, Video 1. Und dann nummeriere ich einfach durch für den Fall, dass ich das nochmal mache. Kann mir jemand in die Kommentare schreiben, ob, ich das, noch mal, ob das gut ist, damit ich euch dann ignorieren kann und es trotzdem aber auch immer wieder tun kann? Ich glaube, das tue ich. Diskutierendes Gespräch nenne ich das. Und jeder wird mich für bescheuert halten und das ist total scheiße. Aber es interessiert mich nicht. Ich gucke es mir nicht an. So, inzwischen ist hier die Audiodatei 1,18 GB groß. Ich wünschte, meine Videos würden so klein werden. Also verlustfrei aufgenommen. Das wäre toll. Oh, lädt immer noch. Ella. Nein, geht nicht. Ich will mal kurz was testen und dann ist alles so langsam. Wobei, ich kann froh sein, dass ich da schon Linux installiert habe. Ich habe da mal eine Zeit lang Windows drauf gehabt. War das langsam. 2 GB sollte man kein 64-Bit-Windows installieren, habe ich festgestellt. Das ist so dezent langsam. Wieso kann Windows nach dem Booten auch nicht auch einfach nur 140 MB? Belegen. Mein. Okay, zugegeben, ich habe XFCE als Oberfläche, die frisst nicht so viel Speicher, aber trotzdem. So kann ich das nicht unter Windows haben. Hätte ich mehr Speicher fürs Codieren und so lustige Sachen. So, sonst noch irgendwas, wo wir uns so schnell unterhalten können, während ich den Scriptmaker immer noch zu einer halben Stunde runterlade. Das heißt wohl nein. Moment mal, muss ja nicht. Ist da auch beim Scriptmaker direkt Dingsbums dabei? Alles, was er braucht, oder muss ich das noch extra installieren? Also. Eigentlich sollte alles bei sein. Also, siehst du ja beim Setup dann auch. Also eigentlich sind die sogar die Aufnahmecodecs dabei. Stimmt, der ist unten angegeben, ich sehe es gerade. Geht sicher, dass kein Virenscanner aktiv ist. Als ob ich sowas unter Linux installieren würde. Ich hasse WLAN, es ist so langsam. Fickt er wieder rum und will nicht mehr richtig runter. Och nee, ich hasse das WLAN. Kann ich irgendwann mal gutes WLAN erfinden? Geht das nicht? Och, mein Router hat gutes WLAN. Da gehen sogar 100 Mbit durch. Also 130 maximal und 100 erreichen wir davon. Hier irgendwie am Rande vom WLAN-Einzugsbereich, das ist das Problem. Ist nicht so schön.
sollte vielleicht mein Zimmer nehmen und es woanders hinschieben. Funktioniert bestimmt großartig. Klingt so realistisch. Ich nehme einfach das Gebäude und schiebe es woanders hin. Hallo, Griffmaker. Wo habe ich es denn jetzt? Schon entpackt oder? So, wo habe ich das jetzt hingespeichert? Das ist die nächste Frage. Gute Frage. Mal gucken, was passiert, wenn ich das jetzt starte. Ich soll eine Sprache wählen. Hätte ich gerne Deutsch? Jawohl. Ja, passt schon. Brauche ich denn alles? Virtual Doublet mit installiert. Ah, wir sind Multithreading. Brauche ich noch irgendwas? Ich installiere die Codex mal mit. Oh Gott. Gucken, wie ihr darauf reagiert. Ja, Desktop-Icon. Okay, annehmen. Ja, weiter. Klar, installier mal. Läuft, 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 läuft. Jetzt habe ich natürlich gar kein Video, wo ich das aufnehmen könnte. Ich finde bestimmt ein Beispiel. Dateien werden entpackt. Ah, sag jetzt nicht, du hast sie aufgehängt. Ich bin jetzt nicht sicher, ob sie aufgehängt hat oder einfach nur extrem langsam ist. Hallo? Er reagiert auch gar nicht mehr. Ich kann das finden. Was? Hallo? Hallo? Eine Reaktion? Okay, das soll so jetzt auch nicht sein. Okay, Moment. Jetzt hat sich Wein komplett aufgehängt. Sehr gut. Hallo? Würdest du mal bitte... Dann reagier halt nicht. Das ist... Ah, tschüss. Ich muss jetzt mal die ganzen Programme abschießen. Gut, versuchen wir das gleich nochmal. So, also. Vielleicht installiere ich gleich nicht gleich alles auf einmal. Installieren wir aber die Codex nicht mit, die brauche ich erst. Ja, nicht, was ich brauche. Also entweder entpackt die Dateien sehr langsam oder... nein, er hängt sie auf, sobald die Dateien entpackt werden. Sehr gut. Das soll bestimmt so sein. Welche Weinversion habe ich da überhaupt aktuell installiert? Vielleicht haben wir jetzt was gefunden, was nicht funktioniert. Wobei ich jetzt aktuell nicht weiß, welche Weinversion ich da installiert habe. Ah, doch, ich muss nur den einen Prozess killen, dann startet er. Welchen Prozess? Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ich installiere es gleich nochmal dann.
Da guckt sich einer mein Decent 2 Let's Play an. Ja, der hat auch keinen Geschmack. Der fand das toll. Hat er gesagt. Jetzt guckt er sich gerade Vertigo an. Hat er vielleicht 2 Milliarden. Starten wir Installation ab. Ja, hat er natürlich jetzt alles auf den Desktop geworfen. Wunderschön. Ja. Da geht's hin. Einfach nochmal installieren, okay. Weiter, weiter. Und bitte mit installieren. Weiter, 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 weiter. Ja, bla 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 bla. Weiter, 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 weiter. Machen wir es wie unter Windows, einfach auf weiterklicken. Möchten Sie das System löschen? Ja, weiterkommen. So, Dateien entpacken. Jetzt habe ich hier eine temporäre. User onge temp pf. Scheint irgendwas Temporäres unter Windows zu sein. Das scheint Wein nicht zu gefallen. Jetzt beenden wir das einfach mal. Und schon geht's weiter. Okay. Irgendwas macht der Scriptmaker, was er wohl nicht machen soll. Die Frage ist. Sag's ja gar, dass man sein Scriptmaker ist scheiße, er soll den mal ändern. Die Frage ist, ob das wichtig war oder ob das jetzt nicht schlimm war. Also wie gesagt, er installiert es auf jeden Fall schon mal. Die Codex installiert er scheinbar auch. Ja, ja, ich akzeptiere, was auch immer. Nee, ich will kein QuickTime installieren. Ich möchte auch kein README lesen. Next, ja, ich hab doch gesehen. Nein, ich will immer noch kein QuickTime installieren. Oder QuickTime-Komponenten. Ich hab gar kein QuickTime, das funktioniert unter Linux auch gar nicht, oder? Ich möchte auch dieses README nicht lesen. QuickTime brauchst du nicht. Klingt sie auf Fertigstellen, um das Setup zu beenden. Dann habe ich noch Sagara Script Maker. Da kann ich Haken dran machen oder nicht. Das soll so, glaube ich, nicht ganz sein. Jetzt habe ich das Falsche geschlossen. Nee, da ist so. Starten wir mal den Script Maker. Hallo. Gut, dass mein Laptop nicht langsam ist. Jetzt würde das länger dauern, so, aber. Hallo? Machst du mal auf, danke. Ich mach mal so ein Desktop-Video. Nee, der will ja jetzt, ja. Wo wird das jetzt hin installiert? Ich hab nicht aufgepasst. da ist es ja. So, Script Maker. Starten wir das Ding mal und gucken, was passiert. Hallo? Ach Gott, mein Decent 2 LP, lang war's her. Es ist schön, mal die Erinnerung wieder aufleben zu lassen. Scheint das nicht starten zu wollen. Ich weiß allerdings nicht, warum. Den Script Maker? Ja. Problem ist, er bringt auch gar keine Meldung oder so. Meldung. Ich bin keine Mail. Jetzt muss ich mal überlegen, woran das liegen kann. Muss man auch irgendwas installiert haben, was der braucht? Oder warte mal kurz. Mit was für eine. Kurz. Da stand doch irgendwas über neuere Windows-Version. Mit was starte ich denn Wine aktuell? Windows 8.1. Versuchen wir es mal mit Windows. Gab es auch Probleme, stand da. Hallo? Ist jetzt kaputt. Ich weiß halt nie, ob das jetzt irgendwie an meinem Laptop liegt, weil er langsam ist, oder ob das Programm einfach auf sich aufgehängt hat. Das weiß aber. Ach ja. Stimmt, ja. Wo die Save-Screenshots bei Decent 2 alle verbuggt waren, weil die Auflösung zu hoch war. Kommt dir vielleicht auch noch bekannt vor.
Okay, er scheint nicht zu starten. Ich bekomme aber auch keine Meldung, warum der nicht startet. Er startet einfach nicht. Oder wenn ich ihn vielleicht aber so starte? Schön, dass YouTube mein Decent 2 LP anscheinend schon von sich aus in VP9 umgewandelt hat. Nein, der Skip Maker will nicht starten. Habe ich denn schon die neueste Wine-Version installiert? Boah, ich habe ja die Entwicklerversion, die sind immer. Ah, es ist einfach zu viel Abhängigkeiten wahrscheinlich wegen Avisynths und wahrscheinlich sucht er allein schon jetzt eine installierte Avisynths-Version. Und die habe ich ja mit installiert. Lief problemlos. Also installieren lässt sich's. Ich weiß es halt nur nicht, ob da noch irgendwas braucht. Braucht man nicht irgendwie. Nicht, dass sich schon beim bloßen Fehlen von Registry-Einträgen schon aufhängt. Das weiß ich ja nicht. Weil. Wahrscheinlich findet irgendwelche Dateien nicht. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt auch keine Lust, das auf meinem Laptop nachzuverfolgen. Vor allem, weil das bis nächstes Jahr dann wieder anders aussehen kann. Ja. Das Einfachste wäre, einfach Sageras zu fragen. Mach das mal für Linux so Spaß, der wegen schneller. Mach das mal kompatibel mit Wein, komm. Ja, aber der könnte vielleicht am ehesten sagen, weshalb das unter Linux nicht funktionieren könnte. Wenn du mal wieder aber das Scriptmaker-Programm dürfte ja das kleinste Problem sein. Da findet man ja bestimmt eine Lösung für. Wenn es hart auf hart kommt, kannst du mit VirtualBox da schnell mal alles Windows installieren. Und solange du damit nicht encodieren willst, zum Skript erstellen, wird auch die Performance in virtuellen Systemen ausreichend sein. Ja, natürlich, natürlich. Ich habe zum Beispiel auf VirtualBox dieses LibreOffice installiert, weil ich wollte das jetzt nicht auf meinem Hauptsystem knallen, dann bleibt mir die Registry ein bisschen kleiner gehalten. Ja, was ja bei irgendwie 10 Millionen Einträgen, die ich so schon hat, bestimmt total sinnvoll ist. Und da ich das eh nur für Excel brauche, für meine Need for Speed 4 Tabellen, finde ich das mit VirtualBox dann doch sinnvoller. Dann bleibt mein System frei davon. Und es ist definitiv schnell genug. Allerdings habe ich ein Windows 7 System auf VirtualBox gemacht, weil das läuft besser als mit den alten Dingern. Ich habe halt nur Vista da, aber. Ja, das tut's auch, aber das nicht Windows 98 oder sowas nimmst. Das läuft nicht so gut, auch mit VirtualBox nicht so gut wie die neueren Systeme. Ich habe das mal versucht. Mit inoffiziellen Grafiktreibern, die du so im Internet bekommst, kriegst du sogar halbwegs zum Laufen, aber. Ich frage mich wozu, weil. Also zumindest unter Linux ist das sinnfrei, weil Spiele entweder mit Wine laufen, die allzu alt sind, oder über DOSBox. Also bei LibreOffice war es sogar nötig, dass ich mindestens Vista habe, weil Windows 98 wäre gar nicht mehr unterstützt gewesen und XP auch nicht. Ja, so alte Betriebssysteme. Warum sollte man die heute noch unterstützen? Naja. Deswegen, da hätte ich dann nämlich so eine alte LibreOffice-Version nehmen müssen darf, das wollte ich dann auch nicht. Also Windows 7 drauf geklatscht, alles wird gut. Und läuft auch recht performant mit der VirtualBox. Nur eben ist die 3D-Beschleunigung beschissen, aber das brauche ich dafür ja nicht. Da gibt es ja zum Glück Alternativen, solange man nicht auf Windows 10 upgradet. Werde ich wohl nicht tun, nee. Ich werde, wenn es hart auf hart kommt und es wirklich irgendwie massive Probleme mit Debian geben wird, aber was ich bezweifle, dann könnte ich noch Windows 7 nutzen, bis da der Support ausläuft, aber ich wüsste auch spontan nichts, was außer Spielen wüsste ich jetzt programmmäßig nichts, was ich nicht ersetzen kann, also. Nö, läuft. Gut, es verhält sich halt ein bisschen anders und ich muss wegen aufpassen, dass ich nicht so scheiße wie unter Windows mache, weil Linux fragt dann nicht mehr nach, ob du wirklich sicher bist, was du da tust, das tut's dann einfach.
Aber dann tut man einfach keine Dinge, von denen man nicht weiß, was sie tun. Gut, und da wir nicht bis 3 Uhr wieder machen wollten wie gestern, machen wir vielleicht langsam mal Schluss. Ja. Indem wir über alles geredet haben, nur nicht über das, und ein bisschen über das, was wir wollten. Und dann, was Schluss gemacht haben, haben wir bestimmt irgendwas vergessen. Ja, es gibt, weiß ich, wir könnten das ja vielleicht mal wiederholen oder so, und wenn irgendwelche Fragen oder so sind oder irgendwelche anderen bei den Leuten, die dieses Video tatsächlich schauen, die können das ja mal in die Kommentare schreiben, ob die noch irgendwas wissen wollen. Ja, da wir eigentlich tatsächlich nur ein Gespräch geführt haben, ohne irgendwelchen, naja, wird es wahrscheinlich nicht so lange geschaut werden. Nee, nee. Ich soll es vielleicht nicht Diskussion nennen, sondern Gespräch. Weil wir kommen nicht so ganz auf den Punkt. Wir schweifen immer ab. Wir fahren irgendwie drumherum, habe ich das Gefühl. Ja. Allein noch das Abschweifen mit Lenkrädern, ne? Die ohne Linux funktionieren, sehr wichtig. Ja. Ich nenne es vielleicht besser Unterhaltung statt Diskussion. Das ist, glaube ich. Unterhaltung ist, glaube ich, ein gutes Wort. Muss ich die Playlist umbenennen? Nimmst du das Video, machst eine Playlist und packst das Video rein. Teamspeak Gespräch Nummer 0001. Nein, nein, nein. Ich nenne das die Playlist, ne? Nenne ich Unterhaltungen und das Video nenne ich einfach Unterhaltung 1. Und wenn wir dann irgendwann später mal wieder eins machen, nenne ich das Unterhaltung 2 und so weiter. Oder wenn ich das mal mit irgendjemand anderes mache. Ja, das muss jetzt auch nochmal unbedingt gesagt werden. Ja, was wahrscheinlich schon gar keiner mehr gesehen hat. Hey, dann könnte ich ja nächstes Jahr Tutorials für Linux machen, wo ich dann einfach sage, das hier ist Linux, so, das ist jetzt eine Minute lang gezeigt und dann gehe ich wieder. Aber vielleicht kriegen die ja noch mit, dass ich Erdbeeren gegessen habe und mein Cappuccino getrunken habe. Nein, nein, ich habe einfach gesagt, wir unterhalten uns über Linux und da haben alle abgeschaltet, weil Linux. Ach, scheiße, ey. Jetzt, wo ich mal diese 2P reingucke, sehe ich gerade nochmal, dass ich meinen Guidebot ja Adolfbot genannt habe. Jetzt wird bei einem deutschen Let's Play überhaupt keine falschen Assoziationen erwecken. Oh mein Gott. Was da wohl so mancher Zuschauer schon bei sich gedacht hat. Ach, ganz ruhig, du hast keine Zuschauer. Adolfbot. Ja, zum Beispiel der Neue, der jetzt gerade hier diesen 2LP durchgeguckt hat, aber den scheint das nicht gestört zu haben, dass ich den Adolfbot genannt habe. Details. Vielleicht kann er kein Deutsch. Doch, der hat auf Deutsch ja geschrieben. Eine Kommentare. Ach, das heißt nicht viel. Aber ich finde das brav von YouTube, dass es mein gesamtes Decent 2LP offensichtlich schon von sich selbst aus in VP9 umkodiert hat. Finde ich gut. Soll die Funktion geben, dass man das einfach mal alle Videos bearbeiten und dann neu machen kann. Aber die alten Videos sind doch so scheiße, ey. 30 Frames die Sekunde und alte Zeiten waren doch alles scheiße. 30 FPS reichen für die cinetastische Kinofassung. So. Ja, gut. Das Video kam am 2012 raus, also da konnte YouTube eh noch kein 60. Ja, FPS. Da war ich noch jung und unschuldig. Ich kann mich genau erinnern. Wieso ist das eigentlich schon wieder 2012 her? Ich brauche definitiv zu lange für meine Let's Play-Projekte. Das denke ich mir auch immer. Das kann doch nicht sein. Decent 2, das habe ich doch noch. Das war doch gar nicht lange her, wo ich das abgeschlossen habe. Und das ist schon 2012? What the fuck? Ich brauche echt zu lange für meine Projekte. Ja, ich muss auch endlich mal Empire Earth durchspielen. Aber naja. Blatt 2 läuft bestimmt auch schon wieder zigtausend Monate. Mein Gott, bin ich langsam. Wenn das doch ein bisschen schneller gehen würde. Ich habe doch noch so viel vor. Ach, ich habe nur irgendwie ein paar hundert Spiele auf meiner Liste. Ja. Egal, ich würde sagen, wir machen Schluss, bevor wir jetzt noch 3 Stunden weiterreden. Ja. Und für den Fall, dass sich jemand die Scheiße tatsächlich angeguckt hat. Also, Delfino guckt sich immer jede Scheiße an.
Wenn noch Fragen sind, über die wir uns dann auch mal unterhalten können, schreibt es doch in die Kommentare. Dann können wir euch beim nächsten Mal 2 Sekunden lang darüber unterhalten und dann ignorieren und wir auf völlig was anderes kommen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das auch mit den Treibern alles hinhaut. Und ja, bin ich echt mal gespannt, wenn du es echt durchziehst mit Linux, auf wie das, auf was du da für Probleme berichten kannst, falls da welche sind, abgesehen vom Scriptmaker, was du da so alles berichtest. Bin mal gespannt, ey. Bin ich wirklich mal gespannt, wie das alles ich so auch. Läuft. Ich habe nämlich effektiv nur meinen Laptop zum Testen und der ist nicht gerade repräsentativ für meine Desktop-Hardware. Ja. Aber das Hauptproblem ist wahrscheinlich, also treibermäßig sehe ich da ja wenig Probleme, weil meine Hardware nicht so neu ist. Aber ich werde sehen dann nächstes Jahr ungefähr. Bei mir würde halt so spezielle Geräte eben halt Sorgen machen, wie Lenkräder und so ein Kram, ne? Eben halt Geräte, die relativ speziell sind und viel verlangen vom System. In ist ja nicht nur die Frage. Unterstützung. Ist oftmals nicht die Frage, ob es speziell ist, sondern ob das relativ oft oder relativ selten verkauft wird. Weil ja, Hardware, die viel genutzt wird von Leuten, auch wenn sie speziell ist, wird normal immer recht zügig unterstützt. Ja, gut, das G27 ist ja marktführendes Lenkrad, also das muss eigentlich. Da, ja, es wird ja auch unterstützt, hast du gesehen. Ja. Das ist jetzt nur ist es jetzt eben halt ein Eingabegerät, was eben halt Force Feedback kann und Lenkeinschlag, Einstellung und hast du nicht gesehen. Das muss natürlich auch irgendwie alles unterstützt werden. Wäre natürlich der Originaltreiber natürlich fantastisch. Wäre natürlich toll, wenn Logitech da selber einen Treiber für anbietet, sodass ich das nach wie vor wieder alles einstellen kann. Aber anscheinend geht das ja. Warte mal, was sagt denn der Support überhaupt von dem Ding? Die bieten doch da bestimmt noch Treiber an, oder? Wenn der Seiten laden würde. Downloads. Ich nehme nicht an, dass die. Nein, die haben nur Windows als im Angebot. Also vom Hersteller direkt gibt es wohl keinen. Aber wie alt ist denn das Ding überhaupt? Das G27, das müsste schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Ja, dann ist das meistens auch kein Problem. Nach einer gewissen Zeit wird das dann immer unterstützt. Das ist schon. Oh Gott, das G27 kam das raus. Das habe ich schon ewig lange, das Teil schon wieder. Ja, das ist. Also, das ist jetzt mein kleinstes Problem. Stimmt, hast ja auch noch keins. Ja, ne? G27 ist ein Zerstörer der Kaltweltklasse, was? Also mit Windows 10 soll es laut Logitech zumindest noch laufen, aber. Das ist nicht mein Problem. Nee. Selbst wenn ich mir eins kaufe, ist das nicht mein Problem. Unterstützte Betriebssysteme für das G27 weiß irgendwie. Da steht bestimmt Linux nicht dabei, mal gucken. Stimmt. Nein, ich glaube nicht. Sie haben auch keinen Treiberanbieter, das heißt also. Vermutlich nicht. Ich brauche nachher nur noch ein Bild, mit dem ich das hier. Mache einfach nur ein weißes Bild, wo Gespräch draufsteht und dann Unterhaltung draufsteht und das werde ich dann als Hintergrund hoch. Passt. Minimalaufwand betrieben. Minimalaufwand. Wie bei meinen Let's Plays. So, hat mein anderes Video jetzt schon hier. Nein, immer noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir machen Schluss und hängen uns auf. Oh. Was? Was heißt oh? Was hast du kaputt gemacht? Ich habe jo gesagt, nicht oh. Achso, ich habe oh verstanden. Ja. Alles klar. Joa. Dann. Bye-bye. Bis zum. Vielleicht mal wieder, mal gucken. Vielleicht auch mit anderen Leuten. Mal schauen. Erstmal gucken, ob die Leute das sehen wollen. Und wenn nein, dann auf jeden Fall mehr davon. Bye-bye. Servus, Adi.